Wollen wir mal einen kleinen Ausflug in die Sprache machen und schauen, wie uns unsere eigene Hirnwichserei, wie der Udo immer so schön sagt, wie die uns narrt. Und zwar habe ich mir mal was ausgedacht. Wir hören uns mal eine kleine Vorlesung von einem Professor an. Dazu übertrage ich das Bild. Habt ihr das Bild? Ja. Den müssen wir mal wegmachen. Den hier brauche ich. Das machen wir weg, das machen wir weg, das machen wir weg. Das ist also hier Kafkaeske Unendlichkeit. Jetzt ausgedachterweise immer wieder dran denken, was hier sehr wichtig ist, du musst dir jeden, du Geist, der du jetzt dir dieses Video anhörst, musst dir jeden Moment bewusst machen, was jetzt als Information in dir vorliegt und du solltest ganz bewusst beobachten, wie du Worte interpretierst. Im normalen Schlafzustand bist du so in der Vergessenheit, dass alles, was du jetzt denkst, auch deine Interpretationen, die du dir ausdenkst und die du um dich herum verstreust, dass du meinst, du hast mit diesen ausgedachten Sachen nichts zu tun und die sind da außen so, wie du sie jetzt denkst. Es ist hundertprozentig sicher, dass diese Gedanken nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Wir haben jetzt hier Worte, das ist ein Rudolf, da ist ein Udo unten drin, Daschner. Den Namen will ich jetzt nicht auffächern, bloß so viel. Da sind sehr, sehr viele Vorlesungen drin über Mathematik. Der Typ, dieses Pixelmännchen, das wir uns jetzt ausdenken, finde ich als normalen Menschen und als Lehrer ganz fantastisch. Einer der wenigen, rein von der Art des Vortrags, ich sage jetzt schon wieder auch, die Physiognomie hat was Königliches, was Arisches. Macht er ganz super, es ändert aber nichts daran, dass es einfach nur geistlos rezitiertes Geschwätz ist. Aber man muss sich jetzt erst einmal ein gewisses Allgemeinwissen aneignen. Ich starte jetzt das einmal ein und den hören wir uns etwas länger an. Und da geht es also hier um Pascal, um die Unendlichkeit. Wir landen dann irgendwann einmal bei dem Kafka. Und ich werde dir zeigen, du kannst selber schauen, was du aus den Worten machst und was dann wirklich da ist und was man daraus machen kann, wenn man geistreich denkt und sich jeden Moment bewusst ist, dass man jetzt träumt. Es ist immer die Sache, du bist ein träumender Geist und den Traum erlebt zuerst einmal nur der Geist, der träumt. Aber was dieser träumende Geist erlebt, hängt von seinem Menschsein ab, von seinem Intellekt ab. Immer dran denken. Das Wort Mensch ist ein eigenständiges Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Bin ich in die vorhergehenden Selbstgespräche darauf eingegangen. Da können wir dann hier mal einstarten. Und zwar starte ich jetzt rein zufällig hier mal bei 111 Sekunden ein, wenn ich auf Start drücke. Das ist ja unser Aleph im vollen Wert. 1, 1, 1. Okay? Gut. Und ich werde, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei diesem Vortrag Ihnen viele Zitate aufschreiben. Also diesmal werden Sie, wie bei üblichen PowerPoint-Vorträgen, auch das lesen, was ich sagen werde. Das ist jetzt ganz wichtig, darum habe ich diesen Vortrag rausgesucht, weil er zitiert in einem Fort Wissen, das er vom Hörensagen kennt. Und dann bauen sich Vorstellungen auf über die Vergangenheit, was der Pascal zum Beispiel entdeckt hat, was er gesagt hat. Ich nenne das immer so proletenhaft, das hat er aus das Buch heraus oder das hat ihm sein Lehrer erzählt, der wiederum das auch bloß aus das Buch heraus hat oder von seinem Lehrer weiß. Das ist diese endlose Kette, dass wir Vergangenheit aufgrund von Wissen konstruieren, das wir letzten Endes nur mit Meineiden beschwören können. Wo ist der Unterschied, ob ich ein Märchenbuch, einen Roman oder ein Geschichtsbuch lese? Es ist kein Unterschied. Ich habe zuerst einmal Worte vor mir und ich mache aus den Worten Vorstellungen und die verstreue ich dann um mich herum. Diese Vorstellungen, die ich auf Worten aufbaue, im Anfang war das Wort, verstreue ich um mich herum in Raum und Zeit und egal wo ich mir einen Gedanken hindenke, sehe ich hier und jetzt. Es ist ein ganz simples, einfaches Prinzip. Das ist das, was ich immer in meiner Grundmetapher nenne, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Jeder normal programmierte Mensch sagt zuerst einmal mechanisch gesteuert, das geht nicht. Und die Lösung ist so unendlich einfach. Es gibt nicht nur eine Lösung, sondern unendlich viele Lösungen. Und genauso ist es, du kannst jeden Satz, jedes Wort, das du anschaust,
Ich sage immer, kannst du ohne weiteres ein 400-Seiten-Buch draus machen? Und egal, was du dann denkst, aufgrund dieses Wortes, wenn wir das jetzt aufiterieren, computertechnisch wie ein Mandelbrot-Fraktal, wirst du feststellen, dass das dann rein arithmetisch immer stimmt. Und du nimmst nur eine winzige Facette davon wahr. Okay? Ihr hört mich noch, ne? Ja. Hoffe ich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sie kennen ja diese PowerPoint-Vorträge, wo dann der Vortragende sich wundert, was der er... Der PowerPoint ist schon ein schönes Wort. Da ist also der ganze Power, die ganze Kraft ist in einem allereinzigen Punkt. Ja. Alles sagen darf. Und diese Freude werde ich mir auch erlauben. Aber es sind wirklich tiefe Sätze, Pascal. Es sind Sinusöffnungen, haben im Hintergrund in eine absolut geistige Tiefe. Immer an El Hayom denken. Und es ist wert, Sie zu hören, weil er hier den Begriff des Unendlichen uns darstellt, zunächst in seiner Prägnanz an drei Kategorien des Daseins. Zunächst einmal an der Zahl und dann am Raum und dann an der Zeit. Und immer dran denken, das sind jetzt nur Worte. Was für eine Vorstellung löst das Wort Zahl in dir aus? Was für eine Vorstellung löst das Wort Raum in dir aus? Und was für eine Vorstellung löst das Wort Zeit in dir aus? Die Betonung liegt immer auf Vorstellungen. Aber egal, was du dir vorstellst, es ist hundertprozentig sicher, in diesem Moment, wo du dir das vorstellst oder ausdenkst, deine Information, das heißt die Form von dir selbst, du bist die 200 Gramm rote Knete, du bist diese Energie in der Einstein-Formel, die von Augenblick zu Augenblick in eine andere Form umgewandelt wird. Und da sagt er immer dasselbe. Und ich sage auch im Meer, ich UB, 86 El Hayom, Gott das Meer, ich sage im Meer dasselbe. Und in dem Moment, wo ich was zu sagen anfange, die Sagen sind übrigens auch Märchengeschichten, entstehen Gedankenwellen. Bei der Zahl. Wie groß eine Zahl auch sein mag, man kann eine größere denken. Und wieder eine, welche die letztere noch übersteigt. So, wie groß. Das ist jetzt schon mal das Erste. Wir haben hier, der Geist ist ein Ross. Das ist Jesus. Eine Zahl, was magst du aus dem Wort Zahl? Wir haben zuerst einmal die Geburt einer Schöpfung. Aha, nur blau gelesen ist wahrgenommenes Licht. Jetzt ist natürlich interessant, siehe, schaue ich an, ich will jetzt da nicht gleich reinspringen, dieses HL, ist es Sehen und ZA, wir können auch ZH lesen. Müssen wir doch ganz kurz machen, dass man das Prinzip irgendwann einmal begreift. Ich kann jetzt hier, da gibt es noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich nehme mir jetzt das Naheliegendste, das ZA, heißt das da mal Dreck. Da wissen wir jetzt wieder, jetzt haben wir die Generation, die geöffnete Berechnung, ist zwangsläufig ein Eck und das ist dann wie ein Zeichenort oder wie eine augenblickliche Erscheinung mit 70 geschrieben. Das wäre jetzt der Code, wenn wir nur so schreiben. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist zur Zeit. Zur Zeit ist immer jetzt. Die Geburt einer aufgespannten Berechnung zu, das hebräische Wort heißt zu Form werden, zu Form gewordene Zeit. Halt. Wir können natürlich gleich ZH machen, das heißt dann übrigens hinaus. Ich muss mir was hinausdenken, es muss aus mir hinausgehen, ich muss mir was vorstellen. Wir können natürlich gleich ZH machen, in dem Wort Zahl, wir sind in dem Zahl, dann haben wir die Geburt an der Wahrnehmung blau gelesen. Da gibt es jetzt zwar direkt kein hebräisches Wort, aber das funktioniert immer auch, wenn das in einem Wörterbuch nicht drin ist. Und jetzt schauen wir uns das HL, dieses blau gelesene, wahrgenommene Licht noch an. Und jetzt hast du die geistige Quintessenz und dessen wahrgenommenes physikalisches Licht. Das wird jetzt das, was du als Information, gleichgültig, ob das eine feinstoffliche Vorstellung ist oder ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist, von dir wahrgenommen. Es beginnt zu existieren. Dazu brauchen wir im Verborgenen natürlich einen Adam, einen Seger wie die Kaber. Ja. Und das ist auch sein mag. Jetzt ist ganz interessant, das Sain, wissen wir, meine, reden wir Raumzeit ein? Oder sagen wir, rote Sain, das Bewusstsein ist nicht existierend und MG ist ja der Magier, der Zauberer.
Er bestimmt jetzt nämlich, welche Vorstellungen er aus diesen Worten macht, wenn er es bewusst macht. Man kann eine größere Zahl denken, immer wieder dran denken, die N heißt urteilen. Ich muss jetzt erst eine Gedankenwelle aufspannen, kennen, etwas überlegen und Lügen verbeigen, oder wir können das uns kleiner denken. Aber egal, was wir denken, es ist, weil wir es denken, und es ist hier und jetzt unsere Information. Stimmt oder stimmt? Ja. Und so ins Unendliche. Ohne zu einer zu gelangen, zu einer Zahl, die nicht noch vergrößert werden könnte. Also die Zahlen führen in das Unendliche hinein, aber keine Zahl ist unendlich. Wir bleiben immer davon ein wenig entfernt, aber wir spüren es. Aber es geht auch weiter und umgekehrt. Wie klein auch eine Zahl sein mag, wie der hundertste oder zehntausendste Teil, man kann noch eine kleinere denken und immer ins Unendliche weiter. Da ist schon. Ohne zu null oder nichts zu gelangen. Und das ist der größte Denkfehler der ganzen Philosophiegeschichte, wenn man das jetzt nachdenkt, diese Worte, und einseitig auslegt, dass man sich zuerst einmal klar machen muss, was ist jetzt da, wenn ich was denke. Ich schalte jetzt einmal ganz, ganz kurz. Habt ihr mein kleines Bild? Habt ihr ja, ne? Ja. Es ist nämlich die große Schwierigkeit, wie oft sage ich, wie groß ist diese Information, die du dir denkst? Beispiele, die ich immer wieder anbringe, seit einem Vierteljahrhundert jetzt gedacht. Es war ja in der Vergangenheit nie was. Ich sage jetzt zu dir, denke mal bitte an eine Erdkugel, da ist jetzt das Wort da, und ich sage, nein, stell dir die jetzt mal rein, gedanklich, feinstofflich vor, dann denkst du dir eine Kugel aus. Ich muss jetzt kein Bild von einer Erdkugel auf dem Monitor holen. Das ist das ungefähr, was du feinstofflich hast, ohne dass das auf dem Monitor erscheint. So, und jetzt sage ich, wisch und weg, und jetzt machen wir einen neuen Gedanken. Jetzt bauen wir meinetwegen mal einen Stecknadelkopf oder Sandkorn auf. Du denkst in beiden Fällen an ein Kügelchen, an einen Tennisball. Ist jetzt die Erdkugel, die du dir denkst, die jetzt hundertprozentig sicher, auch wenn du dir die bildlich vorstellst, diese gedachte Erdkugel ist ja nicht da außen, es ist ja momentan nur deine Information. Ist jetzt die größer oder kleiner wie das Sandkorn? Ich meine jetzt, hier und jetzt, in dem Moment, wo du es denkst, existiert in deinem Kopf eigentlich eine Größe als Ding an sich? Ist aber eine interessante Frage. Stimmt. Ja. Die Erdkugel ist eine Information und das Sandkorn ist eine Information. Wir können uns auch ein Proton oder ein Elektron als Kügelchen vorstellen. Da denken wir uns, das ist unvorstellbar klein oder winzig, winzig klein. Und die Erdkugel oder im Betelgeuse, bin ich schon mal drauf eingegangen, ein Stern, der ja so riesengroß ist. Ich benutze fast das Wort unvorstellbar groß. Eine Sonne. Im Sternbild Orion, der linksobere, ganz kleiner, dunkler Punkt, wenn du den am Nachthimmel betrachtest, ist der wirklich auf dem Nachthimmel, wenn du den anschaust? Der ist erst einmal nur auf deiner VR-Brille, und das wiederum ist auch deine Information. Das heißt, diese Informationen, jetzt muss man das lateinische Wort in verstehen, das ist eine Form in dir, aber in ist ja auch eine Verneinung, das heißt, in dir ist eine Form, die eigentlich genau genommen gar keine Form ist. Jetzt haben wir wieder die zwei Seiten. Es ist etwas ohne das, was ist. Du musst dich irgendwann einmal anfreunden, dass da ein vollkommen neues System in dir wirkt, ein vollkommen neues Programm, wenn du Holofeeling installierst. Das alles Bestehende so lässt, wie es ist. Aber das jetzt sehr, sehr genau wird und auch beschreibt, was wirklich hier und jetzt da ist. Und jetzt geht schon los, wenn wir eine Zahl denken, können wir immer wieder eine dazu machen. Und wir können noch eine dazu machen. Da wird es immer größer, aber es wird eigentlich größer. Diese Zahlenreihe, die ich mir ausdenke, wir können auch in die Zeit gehen. Dann haben wir dasselbe Spiel, wenn ich immer, schau bitte das kleine Bild an, stell dir vor, das wäre jetzt der Reiter unten bei YouTube. Und es ist jetzt ganz einfach, wenn jetzt du drauf drückst, dann läuft ja der rote Balken rüber. Der bewegt sich natürlich nahezu nicht, wenn das ein Stundenfilm ist. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel bloß einen Film haben, der 2 Sekunden dauert, ein Filmchen, dann ist es 1 Sekunde. Ich lasse es nochmal laufen. 1 Sekunde. Ich kann jetzt aber auch die Geräusche 1000 Jahre.
Ich verändere den Maßstab. Die Erdkugel, die du dir denkst, ist genauso groß wie der Sandkorn. Aber du bemaßt die viel größer, rein gedanklich. Die Vorstellung, die du dir denkst, ist größer. Aber genau genommen könnte ich jetzt sagen, jetzt denk dir mal vor dich hin eine Erdkugel und jetzt denk dich vor dich hin einen Fußball. Und da wirst du feststellen, jetzt rein selbst auch in der Vorstellung sind die ziemlich gleich groß, kannst du zumindest gleich groß machen, aber deine Logik, dein Wissen macht aus der Erdkugel ein Riesending mit 40.000 Kilometer Umfang und aus dem Fußball halt ein kleines Ding mit einem wesentlich kleineren Umfang. Aber die Kugel selber, die du dir denkst oder die du dir vorstellst, ist gleich groß. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist das, was Genauigkeit ist. Das heißt, all das ganze Leid eines Menschen entsteht durch unbewusstes, raumzeitliches Denken. Es ist dieser schöne Satz, den ich immer wiederhole in der Johannes-Offenbarung, in der Enthüllung, in der Apokalypse, stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde, die du dir bisher ausgedacht hast, in Klammer gesetzt, werden vergehen und das Meer, El Hayom, Gottes Meer, wird nicht mehr sein, was nicht heißt, dass er deswegen nicht da ist. Es wird bloß nicht mehr existieren. Es gibt keinen ausgedachten Gott. Was ausgedacht ist, ist niemals die Quelle von allem. Mhm. Wenn ich sage, Gott symbolisiere mir mit der Quelle von allem, was in dir auftaucht, kann diese Quelle nie was Ausgedachtes sein. Da kann er im Himmel oben sein oder irgendwo, wo du ihn hindenkst, das bist du selbst, bist wesentlich mehr Gott wie ein ausgedachter El Hayom, wie ein ausgedachter Gott das Meer. Das bei den Zahlen. Die nächste Kategorie. Wie groß auch ein Raum sein mag, wie zum Beispiel hier in den Hofstallungen, man kann einen größeren Denken vielleicht auch brauchen. Was uns sehr freut, nebenbei gesagt. Und wieder einen, der es noch mehr ist. Und so ins Unendliche. Also Sie sehen, wie er das gleichsam mit einem Ostinato wiederholt. Und dann weiter sagt, ohne je zu einem zu gelangen, der nicht mehr vergrößert werden könnte. Also, merkt ihr, das sind jetzt alles nur Worte. Ich sage jetzt Worte, der jetzt zum Beispiel Portugiesisch oder Chinesisch sprechen, wären es für dich bloß Geräusche und es würde in dir nichts passieren, auch wenn wir jetzt die Schrift in dieser Sprache dann hinsetzen, weil dein Programm kann mit diesen Reizauslösern nichts anfangen, wenn jetzt das auf Chinesisch dastehen würde. Mhm. Aber da bist du so programmiert, dass du auf diese Schrift zeigen bzw. auf die Geräusche sofort Vorstellungen aufbaust. Aber es existiert ja immer nur der Gedanke, den du hast, die 200 Gramm rote Knete, die sich umfangen. Und der Raum ist ein Traum. Wie groß ist eigentlich der Raum in einem Traum? Da gilt dasselbe, es ist eine Information, es ist eine Form in dir, die genau genommen gar keine Form ist. Es sind Illusionen. Das heißt, du musst dich selbst in Bewegung setzen, indem du Wellen aufschmeißt, Gedankenwellen aufschmeißt. Es ist nur eine Symbolik, dass du diese Vorstellung verstehst. Und egal, was du denkst, es ist untrennbar mit dir verbunden. Es spitzt sich alles in diesen einen Punkt ab. Und alles andere ist nur peripher ausgedacht. Der Raum genauso, mit größer und kleiner, das sind Definitionssachen, ist 5 größer wie 1. Oder ist 3 kleiner wie 400. Wenn ich das hinschreibe, sind da Schriftzeichen. Ich kann jetzt sagen, gut, das Wort Raum besteht aus weniger Schriftzeichen wie das Wort Größeren. Da fange ich aber schon wieder an zu interpretieren, indem ich diese einzelnen Zeichen abzähle. Aber wenn ich zum Zählen anfange, das ist meine berühmtes x plus 1 ist neues x, diese Iterationsgleichung, existieren tut ja immer bloß der Bereich, den du denkst. Das heißt, in dem Moment, wo du zählst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ob ich jetzt die Geräusche mache oder ob ich das auf ein Blatt Papier schreibe. Ich habe den Fokus immer auf einer kleinen Facette von einer Kollektion und für mich existiert immer nur im Jetzt das, was ich denke. Das heißt, die Reihe der unendlichen Zahlen kann ich als das Wort, die Reihe der unendlichen Zahlen, jetzt geht es schon los, aussprechen kann ich den Satz gar nicht auf einmal, sondern ich muss das wieder zerhacken in Einzelsachen. Denk wieder an diesen Aufbau vom Bücherregal bis hin zu den Worten und selbst wenn ich ein Wort ausspreche, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort unendliche
Dann mache ich UNED. Das Geräusch, das jetzt nochmal feiner ist, das Wort unendlich ist jetzt wieder, im Prinzip sind die Buchstaben, die ich zu Geräuschen mache, immer jetzt, jeden Buchstaben spreche ich jetzt aus, ist im Prinzip dasselbe wie die Worte, die ich dann hier vor mir habe, als Bild. Ich kann den ganzen Satz nicht so ein Geräusch machen. Ein ganz simples Prinzip, wenn ich schaue, wie funktioniere ich eigentlich, dass jetzt da außen ein Raum ist, das ist schlichtweg und einfach eine Festsetzung aufgrund eines Glaubens. Es ist ein Traum. Es ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Also der unendliche Raum als solcher, den gibt es in der Sicht Pascals nicht. Das Universum ist das in eins gekehrte. Und wenn du mal anfängst, das auch wieder zu spiegeln, wie ich sag, dass also hier definitiv dieses Spiegeln ist der Kehrwert in der Arithmetik. Das heißt, es ist eins, ist alles und nichts gleichzeitig. Eins ist nichts und unendlich viel. Und ich kann dieses Eins, das ist der Rei, der Kopf des Schöpfergottes. Und dieser Rei des Kopf des Schöpfergottes, auf Lateinisch ist es ja kaputt, habe ich im letzten Selbstgespräch gehabt. In dem Moment, wo ich zu denken anfange, die geöffneten Existenzen heißt urteilen, muss ich mich selbst urteilen. Und das ist eins durch. 1 durch 2, 1 durch 3, 1 durch 4, 1 durch 5. Ich kann das natürlich unendlich fortführen. Denk wieder an mein kleines Beispiel mit dem Glas und mir schlagen das Glas an und mir erzeugen ein Geräusch. Warum kann der Schlägel nie das Glas berühren? Weil er nicht auseinander ist. Es gibt nichts, was du denken könntest, was von dir auch nur einen Millimeter weg wäre. Ich rede jetzt von dir, nicht von dir. Es ist deine Information, es ist untrennbar mit dir, mit der 200 Gramm rote Gede als Symbol verbunden. Und genauso umgekehrt. Wie klein auch ein Raum sein mag, man kann einen kleineren ausdenken und so stets weiter ins Unendliche. Ohne je zu einem zu gelangen, der unteilbar und ohne jegliche Ausdehnung wäre. Merkst du schon mal, das Ausdehnen, das Ausdenken, wieso kannst du das Unendliche nicht erreichen? Es ist ganz einfach, du kannst nicht etwas erreichen, was du schon bist. Ich rede mit dem Geist, der sich alles ausdenkt, um sich herum ausdenkt, um sich herum in Raum und Zeit verstreut. Und ich sage immer wieder, du musst dich wieder erinnern, was du selbst bist. Der Geist, der mich jetzt sprechen hört, der sich seinen eigenen Traum, seine eigene Welt ausdenkt. Dasselbe gilt dann auch übrigens für das Morgen, die Zukunft. Wenn man irgendwas erreichen will in der Zukunft. Du wirst in der Zukunft niemals was erreichen. Wenn es ist, kann es nur jetzt sein. Und es kann immer nur hier sein, hier und jetzt in deinem roten Kopf, als träumender Geist. In diesem Zentrum, aus dem das alles herausgedacht wird. Und selbst wenn du dir was ausdenkst, ist es trotzdem hier und jetzt. Wenn du dir jetzt Neandertaler in die Vergangenheit denkst, dann denkst du die jetzt und die sind hier deine Informationen. Und wenn du dir Känguru nach Australien denkst, dann denkst du dir das jetzt, das ist hier in deinem Kopf und du denkst dir das nur nach Australien. Aber da außen ist nichts. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben oder da drunten. Ich sage ganz einfach von der DR außen. Und unser Außen beginnt wieder mit dem scharfen SAOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das ist das Allereinzigste, was für dich hundertprozentig sicher gelten muss, wenn du frei werden willst. Und das ist hundertprozentig sicher. Und solange du das immer wieder vergisst, was du leiden, was kämpfen und was dich selber um dich herum verstreuen und meinen, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Dann denkst du dir böse Menschen aus, gute Illuminaten aus, Coronaviren aus, du hast Angst, dass dir was passiert. Ich sage, wie sollte etwas zerstört werden, was eigentlich ein absolutes Nichts ist? Und dann habe ich im letzten Selbstgespräch, es wird zerstört in dem Moment, in dem Augenblick, wo dieses Nichts zu etwas wird, zu einer Information wird. Aber die Information gibt es nicht, ein Gedanken gibt es nicht ohne einen Denker. Und ein Denker ohne Gedanke ist auch kein Denker. Das ist eben, du brauchst beide Seiten, das eine bedingt das andere. Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Was ist eine Traumwelt, wenn kein träumender Geist da ist? Also diese Idee des Atomos, wo es das Unteilbare gibt, das ich nicht mehr teilen kann. Die so ganz interessant, er geht da schön in die Sprache, das Unteilbare des Atomos. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, diese Radix ATM, die findest du im Vers 26, 27, wo es dann hast, der Adam ist männlich und weiblich und
er ist bzw. sie sind männlich und weiblich, sind praktisch ATM, da steht jetzt das Atom, die sind undenkbar. Das ist denkbar und ausgedacht, das ist untrennbar eins, obwohl es zwei verschiedene Sachen sind. Aber jetzt geht es dann schon, jetzt wird er wieder normal. Ja, Demokrit und Leukipp vertreten hatten, die spielt bei Pascal keine Rolle. Ich sage, die ganzen Philosophen, die er jetzt macht, das ist angelesenes Wissen, die entstehen hier und jetzt und er kann sie nur denken, weil das auf seinen Schwamminhalt, auf seinen Intellekt drauf ist. Und das ist deshalb auf seinen Intellekt drauf, weil ich mir das jetzt denke, dass in seinem Kopf dieses Wissen drin ist. Wenn ich ihn nicht denke, existiert er nicht. Das ist ein Pixelmännchen. Aus philosophischen Gründen. Denn wenn ich ein Atom mir vorstelle, es sei unteilbar, hätte aber ein Volumen... Das ist schon in dem Augenblick, wo ich mir ein Atom vorstelle, teile ich eigentlich mich schon in einen Denker und in ein ausgedachtes Atom. Und das ist die berühmte Erkenntnis, was ist diese Trinität, die du überall in der Philosophie findest. In der Religion, Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist. Es ist ganz einfach im Hebräischen, um das nochmal zu machen, dass ich immer wieder sage, der Heilige Geist, den nehmen wir jetzt einmal Ei, den Schöpfergott, der ist nichts. Schöpfer, Gott. Wenn wir den blau machen, ist es die Schöpfung und es ist was Intellektuelles. Aber das ist erst einmal, bedeutet dieses Wort nicht, nichts. Dann ist es un. Das kann man rot lesen, verbunden sein oder aufgespannte Existenz. Dann ist es das hebräische Wort für wo. Doppelt aufgespannt kreisen. Wir sind schon bei unserer Gedankenwelt. Und dann haben wir, das ist jetzt, den nenne ich einmal den Heiligen Geist und dann haben wir Gott Vater, der ist natürlich, könnte ich noch andere Worte dafür setzen. Aber interessant ist, der Vater schreibt sich ja ab. Das sind einfach die Zahlen 1, 2. Aus 1 war 2 und der Sohn ist Ben und das ist die polare Existenz. Und die 2 beginnt zu existieren. Mhm. Wenn ich jetzt die 2 1 mache, dann kriege ich ABN. Das spricht mir übrigens auf Hebräisch das Aleph, Elef aus. Und das ist das hebräische Wort für Stein. Raumzeitliche Erscheinung schaltet sich ein. Das ist der träumende Geist. Ab. Als Af ausgesprochen heißt ein Aufblühen einer polaren Existenz, weil Ben ist dann diese polare Existenz. Dann frage ich mich, wie schaut es denn mit der linken und der rechten Hälfte dieses Volumens aus? Das ist eigentlich ein wenig komisch formuliert. Ich würde sagen, wie sieht es aus mit dem Innen und das Außen des Volumen? Weil das Volumen, und es geht schon los, Volumen, was löst das Wort Volumen aus? Ich bin darauf eingegangen. Das heißt ein bistabil aufgespanntes Licht, weil Lumen heißt Licht. Wer hat eigentlich Menschen dem Floh ins Ohr gesetzt, dass Volumen ein Raum ist? Damals hast du mal übertragen eine Schriftrolle, ein Buch. Das heißt übrigens, in ihm ist eine Kollektion, wenn wir es hebräisieren. Aber genau genommen ist es der Kreis, die Krümmung. Karei es, wie ein Spiegelbewusstsein. Und das Ganze wird jetzt wir, das sind wir, BL heißt wir in Gott. Ganz nebenbei Wind, Hebräisch, Ruach heißt Geist. Beziehungsweise blau gelesen die vier Weltgegenden. Und das ist dann eine aufgespannte Existenz in dem Geist. Und das Ganze wird jetzt ein doppelt aufgespannter Gott, der auseinandergeschmissen wird. Implosion, Explosion. Und dieses V als bistabil, das heißt, es gibt zwei stabile Zustände in deinem Denken. Du denkst entweder an hell oder du denkst an dunkel, weil du schon weil du einseitig bist. Und das Lumen, wissen wir, ist das Licht. Das heißt, das ist jetzt hier, du bist eigentlich ein Lichtkörper, ein Geist, aber du musst Vorstellungen machen. Mhm. Und das Ganze ist jetzt, dass dieses Licht, die Lampe im Projektor, ich sage jetzt, das ist, ich mache immer noch diese klassisch, dass du in deiner Logik dir das vorstellen kannst. Das wird übrigens dann auch hier, die Kerze erdet, da steckt jetzt die Erde, wie erweckt das Wissen, la, auseinandergeschmissene Reihe, dr. Führ dich jetzt in der 4, in der Öffnung zum Augenlicht. Augen wissen wir, heißt Becken. Das polare Licht, jetzt wird jetzt, das Licht wird jetzt in die Ecken reingestellt.
in die Becken, in die polaren Ecken. Das sind jetzt in unserem Tetraederspiegel die Lämpchen in den peripheren, als periphere Mittelpunkte. Das Ganze gibt dann auch Wellen, Gedankenwellen. Das hier umgesetzt, hier mal wieder unsere Öffnung. Diese zwei Facetten sind nun in deinem Geist. Das ist eine ganz simple Metapher, die ich dir hier erkläre. Und das ist auch hier mit dem Volumen als Raum. Wer hat euch den Floh ins Ohr gesetzt, dass Volumen Raum heißt? Wieso? Frag mal irgendeinen, wieso? Dann rollen die mir die Augen. Es ist halt einfach so. Das hat sich halt im Laufe von Jahrtausenden, hat sich die menschliche Sprache halt so entwickelt. Das stimmt alles nicht, weil in der Vergangenheit überhaupt nichts war. Über diese Frage gar nicht hinweg. Und wenn dann jemand aus der Physik kommt und sagt, diese linke und rechte Hälfte gibt es experimentalphysikalisch gar nicht, macht es mir als Mathematiker nichts, sage ich in meinem Denken. Er nennt sich natürlich auch immer noch einen Mathematiker und du merkst jetzt ganz klipp und klar, es ist ein reines Rezidieren. Mathe heißt das gelernte Wissen und Mardikos, ein Schwätzer, ein Dummkopf, ein Tor, der einfach nur wie ein Computer das rezidiert, wiedergibt, was man in ihn einprogrammiert hat. Und da wird dir irgendwann bewusst, ich höre jetzt immer wieder von Geistesfunken mit ihrer Logik, die seit 20 Jahren Holofeeling studieren, die hören die Eltern Selbstgespräche an, die über 20 Jahre alt sind. Und die sagen, es ist unglaublich, du hast nahezu 1:1 dasselbe erzählt, was du jetzt erzählst. Und jetzt nach 20 Jahren normal chronologisch gedacht, natürlich immer hier und jetzt nur, jeder Gedanke ist jetzt, sagen die, was ist da in einem drin, dass man das nicht wahrhaben will? Dass man sich so massiv dagegen wehrt, das zu akzeptieren, was ist. Es ist, es existiert halt definitiv immer bloß das, was jetzt da ist. Und dann kann ich ganz klar unterscheiden, habe ich jetzt das als sinnlich wahrgenommene Information in mir, Information vorliegen, vorgestellt, auf der VR-Brille nenne ich das jetzt im optischen Bereich, oder ist es wirklich nur ein feinstofflicher Gedanke, den ich jetzt denke? Mhm. Und dann wird mir klar, eine Erdkugel existiert eigentlich bloß, wenn ich sie denke. Und dann ist jetzt, hast du mal nur ein feinstofflich, jetzt hast du mal nur das Wort da. Mhm. Und da kann ich dann auch eine Vorstellung machen, je nachdem, wenn man sich reinsteigert, das kann ich mit offenen Augen, kann ich mir eine Kugel vor mich hindenken. Wenn du jetzt zum Beispiel über den Monitor schaust, kannst du dir rein gedanklich, obwohl du jetzt auf deiner VR-Brille einen Raum, genau genommen ist es ja bloß eine Halbkugel. Du schaust ja eigentlich nur in ein Gesichtsfeld, in einen Horizont rein und immer dran denken. Ich nehme eine Ecke, ich strecke die Ecke mit dem Bogen. Mhm. Das Gesichtsfeld, das du vor dir hast, das ist das Einzige, wo du eine sinnliche Wahrnehmung empfindest. Aber das ist auch nicht da außen. Das sind zwei flache Bilder, die in der Synthese dann in dir diese sinnlich wahrgenommene Dreidimensionalität in einem Punkt darstellen, der du selbst bist. Sie doch. Und so sagt Pascal weiter, ebenso ist es mit der Zeit. Es ist immer sehr interessant, was er alles weiß, was Pascal gesagt hat. Das hat man ihm erzählt, das hat er gelesen aus das Buch heraus. Ja. Ist übrigens eben. Das passiert alles eben jetzt. Man kann stets eine größere denken, ohne Ende, und eine kleinere, ohne zu einem Augenblicke. Und zu einem reinen Nichts an Dauer zu gelangen. Das ist interessant, das Augen, AGN wissen wir, heißt ja Becken, hebraisiert. Immer die Konsonante Radix betrachten. Das sind diese in Ecken, in polaren Ecken. Das Ganze, wieso heißt das jetzt auch eine Krempe? Eine Krempe, da wird was umgekrempelt, umgestülpt. Das ist das klassische Spiel, wenn ich jetzt hier im Dunst schaut das kleine Bild an, das ist gerade immer meine erste Spiegelkante. Ich gehe da immer wieder drauf ein, diese Symbolik ist so extrem tief, die du jetzt auch vorgestellt bildlich dir ausdenken kannst. Wenn du vor einem normalen Spiegel stehst, hast du das Spiegelbild. Wenn du vor dem Spiegel bist, ist das Spiegelbild hinterm Spiegel, ist ja nicht hinterm Spiegel, sondern im Spiegel, wenn du das anschaust, ist das dann mal spiegelverkehrt, aber nur hier in der Horizontalen. Immer, früher habe ich immer wieder gesagt, wenn du ein Kind fragst, wenn du vor einem Spiegel stehst, siehst du dich ja spiegelverkehrt in der Horizontalen, wieso tauscht sich rechts, links aus und nicht oben und unten? Das ist ganz einfach, weil das diese Augenachse ist, die horizontale Augenachse ist.
Wenn ich einen Kantenspiegel hinmache, einen perfekten, Tiefe gibt es ja da außen sowieso nicht, dann hast du einen Spiegel, kann man aufbauen, ist extrem verblüffend, der dich dann zeigt, so wie du aussiehst, wenn dich ein anderer anschaut. Normal gesprochen. Das heißt, dann siehst du dich nicht spiegelverkehrt. Und da bin ich so oft drauf eingegangen, wenn man das einmal wirklich mit einem Experiment, mit einem Spiegel macht. Ihr kennt es jetzt, die drei Programme, zumindest die ich jetzt anspreche, das Heuger-Programm, das Ritter-Programm und das Ariane-Programm, da haben wir das live schon jetzt gedacht, durchgespielt, dass das sehr, sehr verblüffend ist, weil man merkt es im ersten Moment gar nicht, wenn man in so einen Kantenspiegel reinschaut, dass man sich eigentlich so sieht, wie ein anderer einen sieht. Und das Verrückte ist immer, wenn ich dann sage, streich dir mit der Hand durch die Haare, wenn du das von normalen Spiegel hast, hast du eine gewisse Form von Normalität, dass das Spiegelbild, die rechte Hand, dann genau dieselbe Seite im Spiegel natürlich durch die Haare streicht. Und wenn ich einen Kantenspiegel vor dich hinstelle, dann wirst du feststellen, dass dein Spiegelbild die andere Hand benutzt und dann halten die meisten inne. Die halten meisten inne und ich habe so oft gehört, die sagen, ey, da stimmt was nicht oder das ist verkehrt. Ja. Und ich sage, nee, das ist richtig. Das, was für dich normal ist, ist verkehrt. Ja. Das ist ganz, ganz elementare Erkenntnis. Alles, was für dich normal ist, ist verkehrt. Es ist die Kehrseite, die für dich normal ist. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich könnte jetzt sagen, meine Mutter hat mich erschaffen, in die Welt geschmissen. Ich sage, nein, du schmeißt deine Mutter hier und jetzt in deinen Kopf als Information auf, wenn du an deine Mutter denkst. Genau. Ich existiere auf einer Erdkugel. Ohne diese Erdkugel wird es mich nicht geben. Geist ist eben. Ich sage, nein, die Erdkugel existiert in dem Moment, weil du sie denkst. Du darfst bloß dich nicht mit einem Gedanken von dir verwechseln. Du brichst das erste Gebot, du bist ein Gotteskind, du bist ein Geist. Die Grundvoraussetzung, dass du mich jetzt sprechen hörst, die Grundvoraussetzung, dass du prinzipiell irgendetwas erleben kannst, ist, dass du selbst Bewusstsein bist, Geist bist. Ich kann das auch Energie nennen, rot geschrieben oder Licht nennen, wenn wir physikalisch werden. Das ist die Grundvoraussetzung. Gedanken, die du dir denkst, alles, was existiert, hat kein Empfindungsvermögen. Figuren in einem Traum werden so sein, wie du sie träumst. Sie existieren nur, wenn du an sie denkst. Auch dein eigener Körper existiert nur, wenn du an ihn denkst. Dein Gehirn existiert nur, wenn du an ihn denkst. Das sind die einfachsten Sätze, da müssen wir keine Wörter aufhechern. Jetzt könnte ich wieder sagen, mit was hast du jetzt die ganze Zeit diesen Lautsprecher, diesen Udo sprechen hören? Ja, mit meinen Ohren. Mit was hast du auf den Monitor geschaut? Mit meinen Augen. Und wer erlebt es? Dein Gehirn. Das hat doch jetzt alles nicht existiert, bevor ich die Worte ausgesprochen habe. Ja. Dieses Festhalten an diesem Glauben, das ist dein Gefängnis. Mhm. Okay, lass mal den nochmal weitermachen. Ich kürze das dann ab. Ich will nur zeigen, dass hier wirklich nur Wiederholungen sind und auch dieses Pixelmännchen rezitiert. Wenn wir jetzt den uns als normalen Menschen nachäffenden Affen bei eigener Definition. Und jetzt kann ich immer wieder sagen, auf der menschlichen Ebene finde ich den rein, den Menschen, den ich mir ausdenke, wenn du mal hier die ganzen Videos dir anhörst, Gabriels Posaune, das sind alles klassische mathematisches Wissen, gelerntes Wissen, hat alles einen tiefen, tiefen symbolischen Sinn. Und er rezitiert, wie das jeder Lehrer macht. Er macht es sehr, sehr gut, sehr elegant. Aber es bleibt trotzdem bloß Geschwätz. Geistlos rezitiertes Geschwätz, wo nicht im geringsten irgendwas verstanden wird von dem, was wirklich beschrieben wird damit. Das versuchen wir ja manchmal, bei einem Zeitpunkt, der besonders wunderbar ist, zu sagen. Einen Zeitpunkt, der besonders wunderbar ist. Jeder Zeitpunkt, der in dir auftaucht, ist hier und jetzt in dem Punkt und es ist ein Wunder. Und das ist natürlich das Schöne, dass das Wunder selber beginnt schon mit Wunde. Wir können das lateinisch machen, ich habe das so oft gezeigt, das Geheimnis liegt wirklich in der Sprache. Und da ist die Welle. Ein Wogen. Ein Wogendrang, ganz interessant. D-R-A-N-G. Und jetzt können wir da aus dem E ein U, ein E machen. Dann kommt schon unser Ei ins Spiel. Von wo? Wo wissen wir, heißt Ei, vom Schöpfergott. Habe ich dir gerade gezeigt. Diese doppelt aufgespannte Kreisne ist HR, das ist ein Wellenberg, wenn ich das blau mache.
Frau Kalli, schmeißt man das immer raus. Das ist eine wahrgenommene Berechnung. Von woher kommt es? Wenn ich das verdopple, unde, dann heißt es woher auch immer. Im Meer. Es verlässt das Meer nicht. Das ist unser Unde. Die Wunde. Jetzt können wir das Wund schauen. Wir können jetzt dann reinschauen. Das lateinische, das griechische Wort ist Trauma. Da haben wir dann plötzlich jetzt haben wir das Trauma. Der Raum, der gespiegelte Raum, Schöpfung ist eine Wunde. Dazu muss ich aber einen Spiegeltunnel aufbauen. Das sind in einem gewissen Maß Verletzungen, weil das eine teile ich in viele Stücke. Ich zerreiße. Zer, Geburt einer Berechnung im Spiegel, wird jetzt zu dem, was ich sehe. Ich zerreiße mich selber durch meine Divisionen. Dazu brauche ich bei einer Vision, brauche ich zuerst einmal die Kraft, die Stärke und Gewalt, wenn du Lichtgeschwicht zum Denken anfängst. Das heißt, G, E, Quadrat, das bin wir, Geist, J, C, A, I, C, A, ist ein doppelt aufgespannter Gott. Jotia und Itia sind zwei Götter, die eigentlich ein Gott sind in diesem einen Geist. GE-Quadrat ist ein doppelt aufgespannter Gott, die aber genau genommen dasselbe sind, die anfangen, die immer sein sind, wenn wir das D rot machen. Mit der Grundlage, mit Grundlagen von Olof Filling kannst du es mal komplett nachvollziehen. Und jetzt wird dieses Visibilis, be in mir, wird das Licht zu einer intellektuellen Raumzeit. Da kommt das Wort Video her. Deo ist Gott. Bistabile Intellekt erzeugt jetzt das Göttliche, was sichtbar wird. Bar heißt das Äußere. Ich schaue jetzt in diese polare Berechnung rein und es wird das Äußere. Ist schon verrückt, ne? Und eine Division ist immer eine G-Sicht, eine geistige Sicht. Di, die Öffnung deines Intellekts. Wir können ins Griechische, ins Hebräische wieder gehen. Die Öffnung deines Intellekts kommt jetzt zu genug. Das aus dem Kopf des Schöpfergottes Kollektion herausreichend Ende. Wobei ja. Ende, die existierende Öffnung heißt Urteil, also dieses Auf- und Abschwingen. Und das ist das Geb, da fange ich jetzt nochmal an, das ist unser Hochgehen, runtergehen und so weiter, ist jeder Moment ist eine genügende Menge. Das ist genug für den Moment, es wird aber mit dem nächsten Moment schon wieder ausgetauscht. Aus dir herausreichende. Das ist übrigens eine intellektuelle Totalwertfetzen, ist dann in der Hand. Du hast es in der Hand. Das ist Vorderspeise, das ist wirklich ein Computerprogramm. Ich betone das immer mit Nachdruck und es kann nur dich interessieren. Du musst der Erste sein, der sich dafür interessiert. Natürlich erst, wenn du die Reife hast. Und ich sage, wenn jetzt das schon wieder mit Kaufmannsdenken, das muss ich lernen. Nein, es reicht, wenn du zuerst einmal das akzeptierst, dass du immer bist, dass du ein träumender Geist bist. An dir verändert sich nichts, wenn sich deine Informationen verändern. Da musst du auch deine Gefühle mit einbeziehen. Das heißt, egal, ob du dich jetzt glücklich fühlst oder Schmerzen hast, es verändert sich nur deine Information. Und die bleibt immer eine Art der Definition deines Intellekts. Das ist komplett austauschbar. Du kannst zwar so programmieren, dass es genau gespiegelt ist, dass das Glück als Schmerz, als unangenehm empfunden wird und der Schmerz, denk an Masochisten, dass der Schmerz ein Glücksgefühl hat. Dann sagst du natürlich wieder, wenn das einer hat, der ist pervers. Ich sage, wie glücklich ist der doch, wenn der das einschalten kann, sein Masochistenprogramm, wenn er geschlagen wird. Will ich zum Augenblick sagen, verweile doch. Das heißt, in einem Worte, so Pascal? In einem doppelt aufgespannten, wo ist I im Schöpfergott? Ich muss immer über die Sprache hin und her springen. Ein doppelt aufgespanntes Ort ist eigentlich das Wesentliche. Schau wieder und an, ist dieses Zentrum. Ja. Und ich rede erst einmal von einem absoluten Mittelpunkt. Und die ersten zwei, wo entspringen, ist dann das Innerhalb. Das ist jetzt das in dir. Sobald du dir deinen blauen Kopf denkst, das ist jegliche Form, ist das dann meine Information vor dir. Und du kannst sie dir jetzt vorstellen und ausdenken, das ist außer Haarall.
innerhalb, außerhalb. Aber die beiden sind in der Synthese, ich kann jetzt sagen, wie der Kreis und Dreieck sind genau genommen hier. Und in einer komplexeren Form wird das jetzt unser Kammer Obscura, unser Tetraederspiegelkomplex. Das heißt in einem Wort, welche Zahl, welcher Raum, welche Zeit es auch sein mag. Ich kann jetzt lesen, Gestalt gewordener Geist, immer seiender Geist. Hängt davon ab, ob ich es rot oder blau mache. Der Schöpfergeist als Ding an sich. Welche Zahl, welcher Raum und welche Zeit es auch sein mag, es gibt stets eine größere und eine geringere. Aber nur, wenn ich es mir denke. Aber selbst wenn ich mir was größer denke, ist es nicht größer. Denk an die zwei Seiten. Und wenn ich mir was kleiner denke, ist es nicht kleiner. Weil wenn ich an eine Kugel denke, denke ich, sage mal abstrakt an die geometrische Form einer Kugel, die ich mir vorstelle. Und ob ich die jetzt Erdkugel oder Proton nenne, oder Stecknadelkopf, es ändert nichts an der Größe, weil die Größe als Ding an sich, die Größe einer Information ist nur die Definition von Größe. Mhm. Aber als Ding an sich ist die in meinem Kopf, in meinem eigentlichen Zentrum meines Kopfes nichts. Mhm. Eine Information, wie der Name schon sagt. So, dass sich alle zwischen dem Nichts und der Unendlichkeit halten. Das ist jetzt ganz interessant, weil das zwischen dem Nichts, ein ausgedachtes Nichts ist nicht nichts. Und eine ausgedachte Unendlichkeit, sprich ein ausgedachtes Alles, ist nicht alles. Nichts und alles ist im Prinzip dasselbe, wenn ich es nicht ausdenke. Das ist Allah. Das ist unsere Spiegelung der 31. All Gott ist nichts. Das sind euch jetzt die vielen Sachen. Und gespiegelt ist auch nichts. Nein, nichts. Genau. Ich sage immer, denk an die Worte Implosion, Explosion. Das Le oder La, immer dran denken, das Aleph kann alle Vokale annehmen, wir können auch Los sagen oder Li. Mhm. Ich muss immer wissen, von was für einen Konsonanten rede ich und was hänge ich für einen Aussprachevokal dran. Das heißt, dass ich zwischen dem Nichts und Unendlichkeit halten. Es heißt definitiv, es befindet sich in dem Punkt. Wenn ich sage, dass der Wellendal ist nichts und der Wellenberg, den ich aufspanne, ist etwas, da kann ich unendlich viele Wellenberge aufschmeißen, aber zu jedem Wellenberg hat das entsprechende Dal dazu. Und es hält sich eigentlich dazwischen. Dieses Z-Waff, die Geburt von was doppelt aufgespannt ischen, heißt immer wieder betone ich dieses Ich ist die Gestaltwerdung mit einer Existenz hinten dran. Das ist zuerst einmal Alter, Gott und seine Reiche, seine Spiegelungen, die er um sich herum macht. Und dann wirst du in dem Moment, wo du zu Ischen anfängst, zu alternieren anfängst, all mit seinen Spiegelungen, die alternieren. Was natürlich dann schön wird, wenn wir in die Medizin reingehen, wenn ich immer wieder diese Nieren. Im Lateinischen ist es ja Rehen. Du kannst immer wieder nur so schöne Beispiele wiederholen, dass ich Reh heißt, jetzt hast du mal zurück. Mhm. Zurück. 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 Entgegen. Da machen wir jetzt mal ein End dran. Das heißt, eine zurückkehrende Existenz. Und jetzt kriegst du deine Niere. Aber diese Nieren, das alte Nieren, sind deine beiden Lichtenden. Ich kann natürlich die Lichtenden auch le, auseinandergeschmissenes ND, diese auseinandergeschmissene existierende Öffnung. So, jetzt kriegst du das Schwangen, das Bewegen, das sich hin und her bewegen, das ist auf und ab. Darum heißt es auch ein Damm. Die geöffnete Stöpfung besteht aus zwei Wellen. Ein Damm von aufgetürmten GE-Quadratur ist eine Reihe von gestaltgewordenen Erscheinungen. MT sind die Toten, so viele, von aufgetürmten Wasser. Und ich sage, das erste Drehen, schau bitte das kleine Bild, den Pixeluder wieder an, das erste Drehen, wir gehen von dieser chronologischen Zeitachse oder so, von unserem Raumfenster, das drehen wir zuerst einmal in die Transversale. Jetzt denkst du dir einen Fluss von der Vergangenheit in die Zukunft, so stellst du dir das ja die ganze Zeit vor. Von dir aus müsste es jetzt so rum sein. Wir haben wieder Rechts-Links-Spiegelung. Und was passiert jetzt, wenn ich da einen Damm reinstelle? Dann wird dieser Fluss unterbrochen und er wird praktisch, dieser Horizontalfluss wird jetzt erst einmal an dem Damm stehen bleiben
Und er wird jetzt diese Horizontalbewegung, wird eine transversale Bewegung der Wasseroberfläche verursachen. Das heißt, in dem Damm steigt der Wasserspiegel und jetzt kriege ich 2 mm. Das ist das, was ich dir die ganze Zeit sage. Und dann lassen wir wieder Wasser raus, dann lassen wir wieder neues Wasser. Drum ist der Damm ist ein Schwanken, ein Auf und Ab, sich hin und auf und ab, sich hin und her bewegen. Und wenn wir da jetzt ein A davor machen als Imbeffekt, das heißt, ich werde DM. Entschuldigung. Ich werde zu einer existierenden Öffnung, so rum. Das ist dieses AD, jetzt habe ich es wieder verkehrt gemacht. AND, so rum. Immer rechts, links. So, das ist jetzt der Schöpfer und seine existierende Öffnung, allefalls imperfekt. Ich werde hin und her schwingen, aber transversal in der Vertikalen. Da verknüpft sich jetzt schon die Physik. Und darum ist so, dass sich all das Nichts, das auseinandergeschmissen wird, sich zwischen Gott, der auseinandergeschmissen wird, durch ZWischen, zwischen Schlafen und Alternieren, die Geburt von was doppelt aufgespannt ist, ein Schlafen und ein Alternieren, dem Nichts, dem ausgedachten Nichts und dem ausgedachten Unendlichen, das nenne ich immer alles, befindet. Nichts und alles ist die erste Grundwelle. Merkst du, das stimmt alles, was da steht. Weiß er was davon? Ja, jetzt ist wieder die Frage, kann der Gedanke, das, den ich mir jetzt ausdenke und immer dran denke, das ist auch ein Rudolf. Da gibt es auch einen Rudolf Steiner. Das führt uns zum Wort rudimentär. Der Kopf des Udo. Ist das da mal ein Brüllen? Er jammert. Das kann ich natürlich wieder, ist das bloß negativ? Heißt nicht, der göttliche Schöpfer besteht aus 2 Gestaltwerdungen und das sind erweckte Spiegelungen? Ist das Äußere nicht das Brillen, ein Einhüllen von doppelt aufgespannten 2 Lichtern? Ja. Das ist, was machst du aus dem Wort? Ja. Eine logische Reihe von Existenzen. Das Rudimentär ist schlichtweg und einfach noch nicht vollkommen. Darum ist es ein Rudolf, ich habe gesagt, ich wollte auf den Namen jetzt auch reingehen. Übrigens, OLF ist ganz interessant. Das OLF, das heißt nämlich in Ohnmacht gefallen sein. Das ist die Radix OLF. Du hüllst dich ein von einer Traumwelt und du bist ohnmächtig. Du bist ein schlafender Geist, der vergessen hat, dass er ein schlafender Geist ist. Das heißt in Ohnmacht gefallen sein. Ja. Drum ist der doppelt aufgespannte OLF, der Wolf. Das wird da jetzt nicht drin sein. Das heißt jetzt Wolf. W, Entschuldigung. Ja. W-O-L-F. Ich muss aber genauer werden. Das ist jetzt W-O-L-F. Das ist der Wolf. Das heißt, dieses in Ohnmacht gefallen sein, schaut, darum haben wir einen äußeren Wert, der Affe 86, der Affe UB. Das ist der Wolf. Wenn wir den jetzt aber lateinisch machen, ganz, ganz bewusst, dann ist das der Lupus. Das ist das Licht des UB. Verbundenes Bewusstsein. Das Licht des UB ist verbundenes Bewusstsein. Die Wölfin ist jetzt bloß, ich habe jetzt extra. Das ist dann Lubana, Bullerisch, der Wolfsjäger, und du merkst, wie das jetzt zusammenhängt. Jetzt wird es, wenn wir in die Medizin gehen, wird es natürlich ganz interessant, weil Lupus, siehst du, da haben wir jetzt den Lykos ins Griechische, kommst du jetzt ganz einfach in was rein, das heißt auch der Zerreißer. Das ist, wenn du zum Beispiel eine Hautkrankheit hast, die nennt man auch Lupus in der Medizin, weil die Haut, H-A-U-T, heißt die Zeichen. Die Schöpfung von aufgespannten Erscheinungen, die Schöpfung von aufgespannten Erscheinungen, das ist ja unser Out, heißt ja, das heißt einmal auch der Buchstabe, das Auszeichnen, das sind Zeichen. Das ist das Waff, wenn man das aufspannen kann, man rausschmeißen, dann kriegst du das hebräische Wort für Du. Das weibliche Du. Und darum ist dieses Du auch ein Spaten, jetzt pass auf, ein schneidendes Ackergerät. Ich sage immer wieder, bei A kannst du E draus machen, dann hast du ein Eck, das erweckt wird.
Und da schauen wir uns jetzt das ganz einfach einmal den Adam an. Wir wissen, Adam ist ja der Mensch, der rote Mensch, der männliche und weibliche Sägewerke. Aber die Übersetzung hier übrigens ist eigentlich verkehrt, weil da müsste man H hin dran setzen und wenn der zum Wahrnehmen anfängt, dann wird es zum Agaboden. Das heißt, das Eck, das erweckt wird, Bo in ihm ist eine geurteilte, Bewaff heißt in ihm ist eine geurteilte Existenz. Darum ist es dann der Erdboden. Und jetzt macht es einen Sinn, dass ich jetzt ein weibliches Du brauche. Und das ist, die schneidet mit meiner Frau, schneide ich jetzt das, die Oberfläche, diesen Adam auseinander. Und dann, darum ist es auch ein Spaten. Immer dran denken, SB, die raumzeitliche Wissen erzeugt, ist die Schwelle, die Welle. Und das sind dann die Wunde, haben wir gerade gehabt. Das wird jetzt ein Acker. In dem Moment, wo ich mit einem Acker zum Pflügen anfange, die Betonung liegt auf Pflügen. Ja. Reiße ich die Oberfläche und dann kriege ich den Acker, denk, wir sind Gedanken, wenn ich drehe das innen nach außen von der Erde. Begreif, dass die Bilder in deinem Traum sind symbolische Bilder. Und jetzt ist rudimentäres Wissen in der Menschheit. Man weiß, wenn jetzt der normale Trockennasenaffe träumt, dass, jetzt könnte ich wieder sagen, sein Unterbewusstsein oder Überbewusstsein, nenn es wie du es willst, die Seiten kann man austauschen, teilt ihm im Traum, in symbolischen Bildern irgendetwas mit. Wohlgemerkt, es wird im Geist mitgeteilt, er träumt. Und im Traum hast du symbolische Bilder. Das ist nichts Neues, das ist rudimentäres Wissen, bloß keiner weiß, was das bedeutet. Wie sieht jetzt das aus, wenn du jetzt in diesem Moment träumst, dass du der Brösel bist, der vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Wenn du jeden Moment auf der Arbeit, egal was du machst, du Geist bist jetzt ein träumender Geist und alles, was dir auch sinnlich, hundertprozentig in deiner bisherigen Definition real, materiell, unabhängig von dir erschienen ist, sind deine Informationen eines Traums und du hast vergessen, dass du jetzt ein träumender Geist bist. In der klassischen Mythologie, in den Ohrenbarungen, weise ich dich darauf hin, auf diese Weisheitssätze. Wenn du jetzt weißt, dass du jetzt schläfst und träumst, dann bist du geistig gesehen wach. Jeden Moment musst du das wissen. Wenn du jetzt aber glaubst, dass du ein realer Mensch in einer Welt bist, die schon vor dir existiert hat und du in der Vergangenheit von deiner Mutter geboren wurdest und irgendwann einmal in der Zukunft sterben wirst, dann schläfst du jetzt. Immer unsere Spiegelung, Umdrehen der Kausalität. Merkt, ein kleiner Satz, da steckt alles drin. Und jetzt kommt diese Metapher des Hologramms. Das ist jedes, es geht hier um unendlich viel Wissen. Dass in einer Hologrammplatte, auf der genau genommen in jedem Punkt, wenn man die zerbrechen ist, in jedem kleinen Stück, wenn man das wieder einzeln als Ganzes anschauen, als Kollektion, ist alles drin. Bloß unschärfer. Und zugleich stets unendlich weit von diesen Extremen entfernt sind. Also das seine Sicht der Unendlichkeit. So, und jetzt kommt dann hier, und ich fahre jetzt da mal wen rein, es ist, jetzt kommt normale Arithmetik, normales Denken, dann kommt dazu die Primzahlen. Was jetzt wieder ein schönes Beispiel ist, ist das hier. So gibt es ein Axiom, so nennt es Euklid, ein Axiom, dass man durch diesen Punkt, durch diesen gelben Punkt, eine und nur eine Gerade legen kann. Übrigens immer ein Axiom, eine Grundwahrheit, die man nicht beweisen kann, aber die durchaus schlüssig klingt. Da ist jetzt ein Riesendenkfehler dabei. Die zu der gegebenen roten Geraden, wie man sagt, parallel ist. Und parallel, das würde doch bedeuten, wenn ich entlang laufe, immer weiter, nach rechts, hinauf, nie werden sie sich schneiden. Und wenn ich lang laufe, immer weiter, nach links hinunter, bis ins Unendliche, nie werden sie sich schneiden. Und Sie werden es nicht ahnen, natürlich hat Euklid versucht, diesen Gedanken, ich laufe bis ins Unendliche, zu vermeiden. Wohin laufen Sie denn, könnte ich jetzt wieder sagen. Du musst dir nur bewusst machen, dass du dir wieder Sachen ausdenkst. Du denkst dir eine mehr oder weniger große Entfernung von dem Punkt, wo du dich jetzt hindenkst. Aber du kannst den Punkt ja gar nicht verlassen. Wenn du dich in Bewegung setzt, kannst du Informationen austauschen und dir einreden, dass die Information, die du dir nach der jetzigen Information denkst, woanders ist.
Das wäre jetzt wieder, ich setze dich in Bewegung, du denkst dir jetzt einfach, du machst die Augen zu und dann denkst du, du bist in deiner Küche und du hörst jetzt nur meine Worte mit geschlossenen Augen und baust aufgrund der Worte Bilder auf und du gehst aus der Küche raus, gehst in den Flur und gehst meinetwegen ins Badezimmer. Und wenn ich sage, jetzt schaue dich um, dann hast du jetzt andere Bilder auf die Dusche, schau die Dusche oder das Waschbecken an, dann gehst du aus dem Badezimmer raus und dann gehst du wieder durch den Flur eventuell und dann gehst du in dein Schlafzimmer und dann setzt du dich auf das Bett und dann schau dich um und du hörst Worte und du machst aus den Worten Bildern in dir im Hier und Jetzt. Das heißt, du selbst bist immer an derselben Stelle, nämlich Hier und Jetzt. Was ich dir sage, ist hundertprozentig sicher, ich zerstöre zuerst einmal, ich tätige eine absolute göttliche Gehirnwäsche mit dir, mir hauen zuerst einmal den ganzen Dreck, diese Drecken, die Ecken, die du dir ausdenkst um dich rum, die darfst du dir nach wie vor ausdenken, du musst bloß hundertprozentig dir jetzt gewiss sein, dass das immer hier und jetzt deine Information ist und du dich selber von diesem absoluten Mittelpunkt gar nicht rausbewegen kannst. Ich rede mit einem Geist, nicht mit irgendeinem ausgedachten Objekt, das du ich nennst. Das heißt, dieses Gehen, die gerade hoch, das sind doch nur Worte, wo du Vorstellungen, Informationen austauschst. Er hat es nicht sagen wollen. Denn die griechische Mathematik hat dem Begriff des Unendlichen gegenüber einen hohen Respekt gehabt und sogar einen so hohen... Dass er alles weiß, was die Griechen, die er sich ausdenkt, alles wussten. Aber kann eine Figur, die ich mir ausdenke, ich sage mal eine Kiste, kann die was anders wissen, kann da was anders drin sein, wie was ich mir hineindenke, weiß, was er selbst ist, kann das Pixelmännchen wissen, was er selbst ist? Gut, jetzt sage ich, jetzt denke ich mir einen Trockennasenaffen, wo früher diese Aufzeichnung gemacht wurde, 2013, 11 wurde es zumindest reingestellt, das denke ich mir doch auch jetzt. Es gibt für Zeit, für zeitliche Entfernung und räumliche Entfernung. Ich müsste nur wissen, was die Vorsilbe End bedeutet. Weiß irgendjemand, was die Vorsilbe End bedeutet? Wie oft habe ich dir schon gezeigt? Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir, ich, UP, werde dir zeigen, nicht der Lautsprecher oder ein Bruder, darum geht es überhaupt nicht, sondern ich. Was das für geistlose Schwätzer sind. Drückt in Bildungen mit Farbe immer das Ad, ein Augenblick, ein Zeitpunkt, doppelt aufgespannt, etwas, wieder rückgängig gemacht, in den Ausgangszustand zurückgeführt wird, drückt in Bildungen mit Substantiven, dass etwas entfernt wird, dass etwas entfernt weg. Wenn du es nicht mehr denkst, ist es weg. Rot. Wenn du dir es ausdenkst, woanders hin denkst, dann ist es auch weg von dir, aber blau gelesen. Drückt 4, Öffnung, drückt mit Bildungen von Verben ein Herausgelangen. Ich muss mir zuerst einmal irgendetwas ausdenken, von mir wegdenken, vor mich hinstellen, um mich herumdenken, um dann in dieses Entfernte zu begreifen, dass das eigentlich in mir drin ist. Wie oft habe ich das erklärt? Weiß das ein Mensch? Kann das überhaupt ein Mensch wissen, wenn du es nicht vorher weißt? Jetzt sind wir wieder beim selben Prinzip. Hoffst du wirklich noch drauf, dass da außen unabhängig von dir irgendwelche Affen rumlaufen, die die Welt verändern könnten? Die doch nur Gedanken sind, die nur dann existieren, wenn du sie denkst und die so sein werden, wie sie von dir mit deinem jetzigen Intellekt gedacht werden. Und du sitzt jetzt da und hoffst, dass irgendwelche Idioten da außen die Welt besser machen, die du dir ausdenkst. Ist es nicht so, dass eine Welt, die ausgedacht wird, ein Traum, wenn überhaupt nur von dem verändert werden kann, der träumt? Ja. Absolut. All das ganze Spiel von Holofeeling ist das Einzige, was mir zurzeit wie ich dick ist, dass du begreifst, was das Wort wichtig bedeutet, wer im Zentrum sitzt. Das bist du. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du ich. Ich erkläre dir zuerst, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Und das Spiel musst du mit dir alleine ausmachen. Du kannst zwar auf der Brösel-Ebene mit welchen drüber reden, was man jetzt, wenn du dir jetzt da die Brösel ausdenkst, aber die werden das nie verstehen. So, und jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wir gehen nochmal, was jetzt da fehlt, wie man das alles auflösen kann, wenn man Geist ist, wenn man Weisheit ist. Was sie nicht verwendet hat. Wie Euklid das umschifft hat, das ist folgendermaßen gelungen. Er zeichnet eine dritte Gerade, die diese beiden Geraden schneidet, die gelbe im gelben Punkt und die rote im roten Punkt. Und er sagt, nur die Parallelität ist dadurch gekennzeichnet,
dass der blaue Winkel, den die gelbe und die weiße Gerade einschlagen, und der grüne Winkel, den die rote und die weiße Gerade einschlagen, dass diese beiden Winkel gleich groß sind. Das ist übrigens dieses Beispiel, wie ich jetzt noch mal ein bisschen arithmetisch fand, ist in älteren Selbstgesprächen, schon vor 15 Jahren habe ich da darauf hingewiesen, ungefähr denke ich mir jetzt eine Adresse, die ich sage, dass ich jetzt die jetzt nicht so schräg stelle, die zwei Parallelen, sondern ich stelle die komplett in die Waagerechte untereinander und dann ist der Winkel genau 90 Grad. Das Beispiel bleibt sich gleich. Und dann ist es Verrückte, ich will jetzt da fast einmal umschalten, bevor ihr weitermacht. Kleinen Moment. Ich tue mal ganz kurz das Bild, dass wir das groß haben, mal da hin. Wir können ja dann nochmal zurückschalten. Ihr habt mich? Ja. Dass wenn wir zwei Parallelen haben, das ist jetzt genau das, es sind hier nur etwas schräg gestellt, dass die, wir hören uns das dann nochmal an, was er sagt, dass die genau, wenn die in dem Fall jetzt, wäre der Winkel genau 90 Grad. Mhm. Ja. So, und ich sage jetzt einfach, die können sich nie berühren. Ins Unendliche. Die Grundvoraussetzung ist aber, dass der obere und der untere Winkel, bei ihm ist das natürlich ein bisschen kleiner, weil das schräg steht, dass der genau 90 Grad ist. Dasselbe gilt übrigens für unsere Ecke. Da müssen die drei, die Wände, wir haben doppelt aufgespanntes A und D. Denk wieder an unser ND, A und D, ich werde hin und her schwingen. Unser doppelt aufgespanntes, unsere zwei Wände, haben oben eine Decke. Das ist eine geöffnete Ecke. Jetzt habe ich wirklich eine geöffnete Ecke, die besteht aus zwei Wänden und der Decke. Aber genau gegenüberliegend, wenn ich mir das jetzt in einen Würfel rein denke, habe ich gegenüberliegend die zwei anderen Wände, wir haben ja vier Seiten und oben und unten, habe ich gegenüberliegend die zwei anderen Wände und dann ist statt der Decke, nenne ich das Bogen. In ihm ist ein Urteil. Und dieses Urteil in ihm wird zur geöffneten Ecke, die gegenüberliegend, mit zwei anderen Wänden. Bei mir die Spiegel, das ist unser Tetraeder. Aber worum es mir jetzt geht, dass hier ja bewiesen wird, angeblich von den Griechen, das ist nur der Fall, Parallele ist nur möglich, wenn die Winkel von der oberen und der unteren, wenn wir da runterziehen, ob jetzt das schräg ist, wenn die gleich sind. Und ich habe jetzt gesagt, wir machen jetzt mal folgendes Spiel. Wir können uns die untere Parallele denken und wir drehen die obere um 90 Grad. Ja. Diese, denken wir uns jetzt nur, den oberen Punkt von der oberen Parallele und jetzt drehen wir diese vertikal stehende Strecke, drehen wir jetzt um 90 Grad, dass die zur Parallele wird und du wirst jetzt feststellen, dass das nicht geht, weil wenn du das drehst, wenn die unendlich lang sind, wird der Winkel ja immer kleiner und verschiebt sich ins Unendliche. Kannst du das vorstellen, wenn jetzt da eine Linie ist, wenn ich das jetzt hier um den Punkt drehe, dass ich zwei Parallelen mache, passiert jetzt Folgendes, dass das immer, wenn ich das jetzt drehe, immer weiter entfernt wird und der Winkel immer kleiner wird. Aber wir haben jetzt dieses Prinzip. Bing! Au. Er wird immer kleiner, wir kommen aber niemals auf Null. Ich könnte jetzt sagen, ich drehe das 90 Grad, dann mache ich einen 45 Grad Winkel, dann mache ich einen 10 Grad Winkel, einen 1 Grad, einen 0,1 Grad. Ich komme nie auf Null. Mhm. Der Witz ist, wieso kann ich das nicht zwei Parallelen draus machen? In der Vorstellung natürlich schon. Ja. Weil die zwei Parallelen gar nicht auseinander sind. Ja, richtig. Genau. Was du hast, Sinn, was du dir jetzt da vorstellst mit den zwei Parallelen, Moment, denk genau mit, ist eigentlich ein Kreis. Pass mal auf, jetzt machen wir Folgendes. Eine Parallele, ich mache einen Kreis. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt aus dem Kreis den größer mache? Gedacht, wenn ich den größer mache, wird der Bogen immer kleiner. Am unten natürlich auch. Und im selben Moment gehen die in dieser Richtung auseinander. Und wenn ich jetzt das immer weiter auseinander mache, wird es ja immer mehr im Meer, mehr zu einer Geraden. Mhm. Das heißt, wenn der Kreis unendlich groß ist, ist die eine Seite unendlich weit von der anderen Seite entfernt. Mhm. Und dann habe ich einen unendlich großen Kreis, wo der Umfang eigentlich gedachterweise eine Gerade ist, aber das stimmt eigentlich nicht. Und jetzt gehe ich nochmal auf das Bild zurück. Genau. Das ist, man muss immer, es ist dasselbe wie mit der Erdkugel, wenn ich die Scheibe zur Erde mache. Ich kann nicht einfach bloß sagen, wenn ich immer da außen rumlaufe, dann komme ich irgendwann von der anderen Seite her. Ja, wenn ich, dann muss ich ja runterfahren. Ich muss viele Parameter, wenn ich die Dimensionen verändern, muss ich viele Parameter mitverändern.
Wenn ich auf der Scheibe lebe und solange ich glaube, dass alles von oben nach unten fällt und ich denke mir jetzt, ja, wenn ich in die Richtung laufe, entferne ich mich immer mehr von der anderen Richtung. Wenn jetzt das aber ein Kreis ist, kehre ich ja wieder zurück. Der Witz ist, dann sagen wir aber normal, mein Galilei-Beispiel, ja, aber wenn wir dann hinkommen, fallen wir ja in den Himmel rein. Ich muss dann klar machen, dass ich einen Parameter verändern muss, dass die Sachen nicht von oben nach unten fallen, sondern immer im Mittelpunkt zustreben. Wir schauen jetzt mal, was der hier erklärt. Und es gibt eine und nur eine Gerade, bei der diese beiden Winkel gleich groß sind. Wäre nämlich der blaue Winkel ein bisschen kleiner als der grüne Winkel, so schnitten einander die gelbe und die rote Gerade links, unten, hier, irgendwo im Keller. Und Sie werden sagen, das sehe ich ja hier nicht, wo sie sich schneiden. Da sagt Euklid, das macht nichts. Aber wenn man nur endlich weit geht, dann bekommt man schon einen Schnittpunkt. Sie müssen nur weit genug gehen, aber es genügt endlich weit zu gehen. Und das ist immer mit dem Gehen, du entfernst dich immer gedanklich von dem Hier und Jetzt. Du merkst, der Dehn, das jetzt, mir ist das viel zu langsam und viel zu langweilig alles, wenn wir den anders machen, dann schneidet er sich oben. Aber was jetzt der Witz ist, wie weit sind diese beiden Geraden auseinander in dir, wenn sich das doch alles in dem Zentrum befindet? Es ist wieder mein Beispiel mit Zürich und Wien. Wie weit ist jetzt Zürich und Wien voneinander entfernt, wenn du dir das denkst? Sie sind hier, beide. Ja. Und das Spiel ist jetzt schlichtweg und einfach, dass du diese beiden, die Parallelen, die du dir als zwei getrennte, unendliche Geraden denkst, die befinden sich letztendlich, sind die nur eine allereinzige Gerade, nämlich ein unendlich großer Kreis, wo die beiden Geraden unendlich weit auseinander sind. Und jetzt schon, indem ich weiß, dass das ein Kreis ist, wirst du feststellen, dass du immer Tangentenpunkte hast. Das ist das große Problem der Infinitesimalrechnung. Das ist, es wird ignoriert, dieses Nichts, das alles, es wird komplett ignoriert. Wenn der blaue Winkel ein bisschen größer wäre als der grüne Winkel, so schnitten einander die beiden Geraden, die gelbe und die rote, hier oben, rechts oben. Das ganze Spiel baut auf Entfernungen auf, die ausgedacht sind, die aber immer hier und jetzt sind, in dem Kopf, in dem Zentrum von dem Geist, der träumt. Was übrigens nichts verkehrt läuft, dadurch können wir ja diese gigantische Welt, die du jetzt träumen kannst, aufbauen. Wenn ich immer wieder sage, der große Fehler in der Einstein-Formel, dass du glaubst, dass irgendwelche Photonen von außen auf deine Retina, auf dein Auge zugeflogen kommen. Die Formel sagt ganz klipp und klar aus, dass das nicht sein kann. Und genauso ist es hier. Es stimmt ja alles, was er sagt, aber nur vorgestellt. Aber in Wirklichkeit spielt sich das alles in dir selbst ab. Und es sind 90 Grad Winkel. In der Höhe, wo das Museumsquartier nicht einmal hinaufreicht. Aber wir wissen, sie schneiden einander dann irgendwann im Endlich. Die können sich nicht schneiden. Es ist immer alles eins, ein einziges Bewusstsein. Und das sind einfach nur, wenn du dir zwei denkst, getrennt denkst, ist es trotzdem dieselbe 200 Gramm rote Knete. Ja. Und was Euklid sagt, es gibt aber eine gelbe Gerade derart, dass der grüne Winkel mit dem blauen Winkel exakt übereinstimmt. So, und jetzt ganz nebenbei, ich gehe jetzt mal, wie tief das noch geht. Es gibt eine gelbe Gerade, und wenn du jetzt hinschaust, haben wir verschiedene Farben. Wir haben nämlich rot, wir haben grün, wir haben blau und wir haben gelb. Und jetzt könnte ich wieder darauf verweisen, auf unsere Erdkugel. Ich sage, das ist ein riesengroßer Kreis. Sobald ich mir den dreidimensional vorstelle, wird er zu einer Sphäre. Und jetzt könnte ich wieder reinspringen in dieses schöne Spiel, wie sieht es aus in der Farbsymbolik. Wir sagen, der Osten von uns aus gesehen ist gelb. Man nennt es gelb, weil dort die Sonne aufgeht. GL heißt der Geist Gottes, wird Polar. Deutsch. Im Westen, wo der Geist Gottes, die Sonne, wieder untergeht, in das Meer hineinfällt, das nennt man blau. Das heißt, wenn du zum Schlafen anfängst und alles nur blau siehst, dann lügst du dir das Blaue vom Himmel herunter. Blau ist nämlich deine Informationen, die du um dich herum verstreust. Alles, was in Existenz, in Erscheinung tritt, sag ich, symbolisiere mir mit der Farbe blau. Da ist die Sonne aber dann untergegangen, weil jetzt machst du das mit deinem Gehirn. Und die Mitte zwischen diesen beiden Extremen nennen wir grün. Das ist Greenwich.
in der Weltvorstellung auf diese Erdkugel. Ich rede von dem Wissen, das in dir drin ist, das keiner versteht. Und da wird es natürlich jetzt schon interessant, wenn ich jetzt da nämlich reinspringe, jetzt weiß ich aber nicht, wo wir das haben, wir können mal Irak, ist das da? Doch, das habe ich da mit drin stehen. Schau, das ist das Grün, das hebräische Wort für Grün. Grün, grün sein. GR ist schon wieder fremd. Immer dran denken, eine Gehirnberechnung, sobald wir das machen, erscheint dir was fremd. Aber es ist natürlich auch interessant, es ist erst einmal, der Geist ist ein Kopf oder das Gehirn macht Berechnungen. Dieses Grün, das Grüne, das symbolisiert in deiner Traumwelt, wenn Pflanzen aufblühen. Wenn Bäume zum Treiben anfangen, dann sprießt plötzlich was Grünes ausgespuckt. SBU ist eine Schwelle. Eine Gedankenwelle wird ausgespuckt. Rein zufällig übrigens, der Wert 310, Qi heißt es, du bekommst etwas geschenkt. Qi heißt Geschenk, gespiegelt Ich heißt es, es beginnt etwas zu existieren. Ich ist 310, gespiegelt Qi, das heißt, alles was existiert, ist etwas, was du geschenkt bekommst. Aber genau genommen in dem Wort schenken, es beginnt mit GE, GE Quadrate sind wir zwei, schenken uns jetzt selbst etwas ein. Nämlich eine Information aus unserem eigenen Innern. Das ist das Ausspucken, das ist das Grüne. Da denken wir ganz einfach an das Wort Greenwich. Greenwich ist eine Sternwarte in London, denken wir uns jetzt natürlich aus. Und das ist genau die Nulllinie von diesem Gitternetz, das wir jetzt als Koordinaten über unsere Sphäre drüber legen. Das ist die Mitte, Green. Das heißt, in der Mitte blüht etwas auf. Der Wert 310. Jetzt schauen wir mal das Wort Blau an. Habe ich da unten stehen, da muss ich nicht reingehen. Das heißt, da kommt auch Rack, der Speichel, das Anschwellen, das steckt da mit drin. Rack heißt jetzt SB, Eigel, Speicheln, Einspeicheln. Das hat mit dem Mund, mit dem Hier und Jetzt was zu tun. Das, was ich ausspucke, das Grün, das aufblüht, ist das Geschenk, das zu einer Erscheinung wird. Da unten steht jetzt schon alles mit drin, was da in den Zahlen ist, ganz sehr reduziert erklärt. Gelb, das ist das hebräische Wort für Gelb. Ich habe gerade gesagt, der Geist Gottes wird Bola. Wir können auch lesen, GE Quadrat wird zu Leb. Muss ich ganz kurz reinspringen, unser Leben, unsere 32, ich mache jetzt immer nur den Hauptwert, das ist das hebräische Wort für Herz und das ist das Innere. Rot gelesen, darum ist es in der Mitte. Wir können das natürlich blau lesen, dann haben wir H-A-R-S. H heißt Artikel der, die, A-R-Z, ist das die Erde. Das ist das hebräische Wort für Erde, E-R-D wiederum hebräisiert heißt erwecktes Wissen. Kann man, also jedes, das ist ein lückenloses System. Aber jetzt pass auf, wir wissen das ja, aber ich sage es für welche, die es vielleicht nicht wissen, das hebräische Wort für blau schreibt sich so, das ist immer, wenn ich Kaf Kol sag, Kol ist das Weltliche, das heißt wie das Weltliche. Das hebräische Wort blau heißt eigentlich vor Sibbe Kaf wie das Weltliche. Interessant, gelb, der Osten hat 97 Zahlenwert. Das Blaue, wo die Sonne wieder untergeht, hat 58. Das ist übrigens auch die Gnade, wenn du wieder ins Meer versinkst. Chen. Chen. Gelb und Blau zusammen geben 155. Wir wissen, das Grüne, das Greenwich, übrigens ganz interessant, dass das Witch im Englischen, da muss ich fast einmal schnell reinspringen. Hexe. Du kannst das Wort, das spricht man übrigens gleich aus. Ich schaue mal, ob das doch sichtbar wird. Das ist die Hexe. Das heißt, die Wahrnehmung tritt aus dir heraus. H-X-H. Das nennt man auch die Zeit, ein bedörrendes Wesen, eine Z-A-O-B, die Geburt einer aufgespannten Berechnung. Unsere Beschwörung wird zu einer erweckten Nuss. Das ist das Harte um das Weiche drumherum, wo das eigentliche, das Mark, der Nuss, der Kern innen ist und außen ist die Nussschale. Das ist die Hexe, ursprünglich ist es die Zaunreiterin, die zwischen den zwei Feldern steht.
Feld ist Schada. Schadim sind die zwei weiblichen Brüste. Wir sind wieder bei uns im Nichts, zwischen dem Nichts und dem Allen, das wir uns ausdenken. Und das Green Witch wird genauso ausgesprochen als ein doppelt aufgespanntes Ich. Ich. Das ist J-C-H und I-C-H. Hm. Green Witch kann ich mit T und ohne T schreiben. Einmal habe ich die Zaunreiterin, die Heckenreiterin und jetzt habe ich unser doppelt aufgespanntes Ich rot gelesen. J-C-H, I-C-H, mhm. Ich vorm Bücherregal, du als Leser oder im blauen Bereich, du als Mensch und als Person. Und darum ist das auch hier eine, das bewusste Gott gebiert seine eigene Grube. Dann bist du hinabgestiegen, wieder über den Jordan gegangen. Macht es einen Sinn oder macht es einen Sinn? Ja. Dann fängst du an, der höheren Gedalt zu weichen. Du entfernst dich von meinen göttlichen Geboten, wenn du aus der Mitte rausgehst. Mhm. Und jetzt ist es also so, wenn du das jetzt genau anschaust, dass das Grün, unser Green Witch, in der Mitte ist, das ist das Geschenk, alles Gestalt geworden, das du geschenkt gewusst, bleibt in der Mitte. Und wenn man jetzt dieses Blau, das Weltliche, der Westen und das Aufgehen, den Osten zusammenzählen, kriegen wir 155. Mhm. Da scheint jetzt was nicht zu stimmen, weil ja Grün 310 ist. Ja. Aber da müsste dich schon anschauen, dass 155 genau die Hälfte von 310 ist. Ja. Es ist nämlich ja so, unsere Spiegelung, schau bitte das kleine Bild an, du stellst dir jetzt eine Erdkugel vor. Du denkst dir dein Greenwich, du denkst dir den Osten gelb, das Grün in der Mitte und im Westen das Blaue. Mhm. Gelb und Blau ist 155, das Grüne in der Mitte ist 310. Mhm. Was die Schwierigkeit ist, wenn ich von meiner Seite schaue, ist, wo bei dir gelb ist, ist bei mir blau. Mhm. Wo du sagst, da geht die Sonne unter, geht sie bei mir auf. Also musst du gelb und blau doppelt nehmen, weil wir die beiden Seiten haben. Das addiert sich ja, gelb und blau und gelb und blau, und dann kriegst du den eigentlichen, das eigentliche Mittelpunkt, okay, aus dem alles entspringt, wo alles aufblüht, aufgrünt. Aha. Das, was ich jetzt nur angesprochen habe, siehst du hier. Das ist nämlich die eigene Ebene, die eigentliche Grundebene, des Rode, ist der Geist. Und da hast du jetzt hier unseren grünen Winkel, der aufblüht, der eigentlich mit dem Geist verbunden ist. Das springt aus dieser Mitte heraus. Und dann wird es rot und blau. Könnte ich dir noch viel genauer erklären, aber du merkst, dass da auch die Zahlen im Hintergrund mit den Hebräischen mitschwingen. Ich verweise dazu auf das Farbenspiel Gottes, da gehe ich dann noch genauer auf viele andere Worte mit ein, wie weit hebräische Worte mit physikalischen Zeiten, zum Beispiel diese Grundfarben Rot, Grün, Blau, haben ja auch Wellenlängen, in Grundwellenlängen in den Physikbüchern. Und da zeige ich dann genau im Farbenspiel Gottes, wie du aus dem Zahlenwerten der hebräischen Worte Rot, Grün, Blau exakt die Wellenlänge, die in den Physikbüchern berechnen kannst. Bei Holofeeling vereinigt dir alle Glauben. Dass sie dann einander nicht schneiden, kann man daraus folgern. Also er macht das, indem er das auf eine endliche Messung von Winkeln zurückführt. Sehr interessant. Eine endliche Messung von Winkeln ist ein Blödsinn. Du hast immer wieder die Schwierigkeit, du kannst das Unendliche immer eins dazuzählen und in der Division wirst du feststellen, das kann sich nicht berühren, weil das nicht auseinander ist, weil die zwei Sachen, die ich jetzt als zwei Parallelen sehe, eigentlich nur die zwei gegenüberliegenden Seiten von einem unendlich großen Kreis sind. Was aber letztendlich das Prinzip ist, kann ich mir jetzt als Kreis denken. Ich kann jeden Blickwinkel nehmen, befindet sich letztendlich alles in der Mitte. Das klingt jetzt sehr verworren mit materialistischer Logik, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann wird es ganz klar. Das ist wie mit allen Sachen. Wenn du was kannst, ist es das Normalste der Welt. Wenn du das erste Mal hörst, meinst du, es ist unheimlich kompliziert. Das Wort, das Unendliche, ist zwar immer im Hintergrund der griechischen Mathematik, wird aber... Das Wort des Unendlichen ist immer im Hintergrund der Mathematik, des gelernten Wissens. Der H-Inder, die Quintessenz Indern und der G-Rund, das geistige Rund, um den Geist herumrundende, braucht immer diesen absoluten Mittelpunkt, der ist wie ich dick und du bist ich. Nicht verwendet. Die Idee des Unendlichen, rein philosophisch gesehen,
Eine Idee des Unendlichen ist eine Vorstellung von Unendlich. Und jetzt habe ich immer, wie ich nenne das ja in der Regel alles, wenn du an alles denkst, denkst du das Geräusch alles. Und dieses Geräusch ist was Existierendes. Und es ist mit Sicherheit nicht alles. Es ist einfach nur ein Symbol für eine Kollektion von unendlich vielen Möglichkeiten von Existenzen, die in dir auftauchen können. Und gespiegelt dazu ist es nichts. Untrennbar verbunden. Das lasse ich jetzt nochmal, ich fahre jetzt nochmal, was ich zeigen wollte, mir vorne jetzt dahin. Also man könnte da noch viel genauer die Erklärungen, merkst du, wir schauen uns die nicht zum Mauern. Was jetzt ganz, ganz interessant ist, und jetzt pass auf, was jetzt passiert, es kippt um, wir gehen ganz einfach mal, ich rede immer, ich bin du. Der vom Bücherregal ist auch der, der jetzt das Leben lebt, das du erlebst. Ich Geist erlebe jetzt dein Leben, wenn ich dein Buch lese, dein Programm laufe, lasse. Aber dein Programm ist ja mein Programm. Das heißt, du Geist hast jetzt ein gewisses Leben, du steckst in einer gewissen Logik, dein Schwamm ist ein Programm und du bist ein Computer. Das heißt, wir zwei, ich, fahren wir einfach mal 18-18. Ich sage, alles in meiner Schöpfung ist alles göttlich bis ins allerkleinste Detail göttlich perfekt eingerichtet. Da gibt es keine Zufälle. Ich fahre mal jetzt 57 hin. Pass auf, wir sind jetzt 17, 57, 18, muss nur ein Stückchen weiter, fahren wir dann ein bisschen rein, 18, 9. Du wirst jetzt schon gleich merken, was kommt. So, 18, 3 klingt gut. Ich, ein E-Rei. Und da lassen wir es jetzt laufen, wir schauen mal voll synchron, wie die Zeit mitläuft. Der biblische Gott. 18,4 geht der biblische Gott. Ich öffne. 18,4, 18,5. Pass auf, bis 18,18 ist entscheidend, was bei 18,18 kommt. Das steht für rotes Ich, rotes Ich. Mhm. Kann auch rot-blau lesen. Das sind jetzt wieder die Perspektiven. Gott, der uns nur durch die Gesetze sich mitteilt. Der biblische Gott, der sich uns nur durch seine Gesetze mitteilt. Ich erkläre dir, die wirklich göttlichen Gesetze, die sind Holofeeling. Ja. Die Verbindung aller Regeln, muslimischer Regeln, christlicher Regeln, jüdischer Regeln, aber in einer Vervollkommnung, weil ich die Widersprüche, die im ersten Moment da sind, plötzlich zu einer logischen Einheit werden. Ich erinnere ganz kurz nochmal auf das letzte vorhergehende Selbstgespräch mit der Bestattungsunternehmerin. Ah ja. Die zwei Seiten, 2020, das schlechteste Jahr, wir haben Leute entlassen, in Kurzarbeit schicken müssen, weil so wenig gestorben sind, angeblich eine riesengroße Pandemie da außen. Auf der anderen Seite, die Särge in den Krematorien starben sich. Und es gibt eine logische Erklärung dafür. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Der ist im Unendlichen. Der biblische Gott ist im Unendlichen, aber unendlich ist nichts. Schau bitte mein Bild an. Er ist nicht in dem ausgedachten Unendlichen und in dem ausgedachten Nichts, sondern in dem absoluten Nichts, aus dem diese erste Urpolarität Nichts und Unendlich entspringen. Mhm. Das ist übrigens jetzt bei 18,15. Das ist Ja. Ich bin Ja, ich bin Gott. Ich bin im Unendlichen, ich bin alles und ich bin nichts. Ich bin all meine Gedankenwellen, die ich in mir auftauchen lasse, obwohl sie immer in mir drin sind. Das ist nur Symbolik jetzt deiner, ich sage immer, deiner Basic, deiner Grundlogik geschuldet. Und jetzt wird es spannend. Dieses Unendliche wird tatsächlich dann im Hebräischen als das Endliche. Es wird tatsächlich im Hebräischen zum Einzug. Das nicht existierende Bewusstsein UBs. Unglaublich. Und UB sagt, ich bin du. Dann mache ich immer JCOICO. Das ist UB, verbundenes Wissen. Wir sind eins. Du wirst doch wohl nicht glauben, wenn ich jetzt mir die Mühe mache, mich so unendlich klein zu machen, dass ich als ein Gedanke von dir, als Brüssel Udo, jetzt in dir in Erscheinung trete. Dass ich das für irgendeinen Gedanken von mir machen würde. Ich mache das für den, der mich jetzt ausdenkt als Udo. Übrigens, das Ayin kann man noch mal wissen, wenn ich jetzt weiß, dass das Nun am Ende eines Wortes auch als Besitzanzeichen des Fürwort gelesen wird, und zwar heißt es ihr in Bezug auf Frauen, dann heißt es eigentlich ihr nichts. Weil Ayi ist ja nichts.
Ihr Nichts ist das Bewusstsein von UB. Und das ist die verbundene Weisheit. Das verbundene Wissen ist Weisheit. Das ist reines Bewusstsein. Das ist als Ding an sich nichts. Weil um etwas denken zu können, muss ich einen Unterschied in mir aufbauen. Und da ist der Unterschied zum Nichts ist alles. Darum nenne ich das Sinn, ich bin du. Ich brauche einen Unterschied zwischen irgendetwas. Das können zwei verschiedene Nichts sein. Das nenne ich Nichts. Zum Beispiel eine absolute Explosion, dass ein Objekt, das ich mir jetzt denke, in unendlich viele Teile zerspringt und dabei sich in einen unendlich jetzt ausgedachten Raum verstreut, dass jedes Teilchen unendlich klein wird und zu nichts wird. Oder eine Implosion, dass diese unendlich vielen Teilchen, die ich jetzt in mein Universum hineindenke, implodieren, schwarzes Loch in einem Punkt zusammen implodieren. Das ist jetzt unser Spitz zwischen dem schwarzen und dem weißen Loch, die genau genommen ein und dasselbe Loch sind. Das sind wir. Ein Sof. Als die Eigenschaft des unbeschreiblichen Gottes hingestellt. So, Fragen? Das ist ein Mathematiker. Ich könnte jetzt normalerweise sagen, hör dir dieses Gespräch das vorne alleine an und dann hörst du dir das Selbstgespräch an. Und glaube mir, jedes einzelne Wort mache ich, wenn man genau über ein 400-Seiten-Buch, dass du wirklich den Gesamtzusammenhang immer mehr erkennen kannst. Denn niemals bildhaft dargestellt werden. Nie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ja hier im Museumsquartier, im Reiche der Kunst, und Sie wissen es ja, in der christlichen Kunst wurde dieses Bilderverbot sträflichst missachtet. So, hast du gehört, was er sagt? Ein Bilderverbot, B-I-L-E-R, im Kind erweckt. Ja. Du darfst dir Bilder machen, du darfst dir die ausdenken, du darfst dir an Himmel was hochdenken, in die Vergangenheit denken. Du darfst aber nie bei keinen einzigen Gedanken vergessen, dass diese Bilder, ich sage immer wieder dieses schöne Spiel B-I-L-D, ganz reines Hebräisch, wenn du hinschreibst und zeigst es an Juden, der Hebräisch spricht, dann heißt es im Kind. Die sagen jetzt noch in an durch das Kind entstanden. B-I-L-D, im Kind. Kann auch B-I-L-D heißt gebären. Diese Lichtöffnung, das ist auch das hebräische Wort für Gebären. Aber wir haben wieder unser GB, wir kommen von den GB, denk dran. Ich kann natürlich auch GE Quadrat lesen, der Geist ICH, JCH und dann kriege ich BR, Konsonanz erst einmal, das ist das Äußere. Oder ich mache dann den Bär, dann kriege ich ja dann den Brunnen, bin ich schon drauf gegangen, das heißt dieses BAR. Das ist das hebräische Wort für Brunnen. Das heißt aber auch auseinander, sich in sich selbst auseinandersetzen und etwas erklären. Erklären, verdeutlichen, das mache ich jetzt. Aber der Brunnen, sage ich immer wieder, ist noch nicht die Quelle. Und die G-Rundwasserquelle ist nicht irgendwo in dem Erdboden, sondern das ist es mehr. Jetzt haben wir unseren Kreislauf verdunsten. Durch die Reinigung der Erde, des erweckten Wissens, eine Reinigung stattfinden lassen und wieder zurück zu dem, der immer ist. Geradezu brutal hat man Gott dargestellt hier. Wie man auf diese die Finger hat übrigens ist auch darauf eingegangen, dass sie dich nicht berühren. Man soll sich mal Gedanken machen, wo die Trennung liegt zwischen dir und mir. Die zwei Finger bei dem berühmten Bild, warum berühren die sich nicht? So der Kleine oben sehnt sich nach den oben. Der Kleine da unten sehnt sich nach den da oben. Du musst nur begreifen, dass du der in der Mitte bist, der sich den oben und den Brösel unten auf die Erde und den Gott in den Himmel hochdenkt. Du bist doch die Quelle für dich selbst auf der Erdkugel und für den Gott, den du dir in den Himmel hochdenkst. Drum berühren sich die Finger nicht. Was man ihn bildhaft darstellen kann, also wollen, im Endlichen. Wann werden die zueinander finden? Also selbst da. Merkst du, was machst du aus den Worten? Was macht der normale Mensch aus den Worten? Ich springe ja da nochmal ein rein. Ganz schönes Bild. Es ist immer noch vorhanden. Sie sehen also. So, jetzt, das ist natürlich jetzt eine ganz tolle Sache. Es ist immer die Kunst. Zuerst einmal, das ist so der Klassiker von dem Abendmahl.
Da gibt es ein wesentlich besseres, eine ganz außergewöhnliche Abendmahlgemeinde in unserer jetzt ausgedachten Welt, vorausgesetzt, du hast es auf dem Programm, und das denke ich mir jetzt in die Reihen, das ist in Weißenburg in der Andreaskirche. Das ist eine, da gibt es übrigens ein großes Update drüber, gehe ich mehrere Male, vor vielen Jahren bin ich darauf eingegangen, auf die Andreaskirche. Da ist das Abendmahlbild, das sind ja jetzt hier 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und er ist der 13. Da sitzen welche zu seiner Rechten von ihm aus gesehen und zu seiner Linken. Die teilen sich übrigens nochmal, wenn du genau hinschaust, in einer Struktur, wo die hinschauen. Da schauen ihn 5 Stück in der Rechten, schauen ihn an. Und sein Lieblingsjünger, das ist ja beim Sakrileg, kann man das nachschauen, da ist dieses V dazwischen. Das ist ja Johannes, sein Lieblingsjünger. Und da war ja dann das Thema, das ist doch eine Frau. Da ist doch keine Frau dabei beim Abendmahl. Da wehrt sich ja bis zum heutigen doch die katholische Kirche, dass das ein, sein Lieblingsjünger ist, eine Frau. Ich sage jetzt, wenn das ein Mann ist, dann ist er hundertprozentig ein Schwuchtel. Wenn das der Mann sein soll, weil das sind ja alles Männer. Ja. Dieser Wahn der katholischen Kirche, ein alter Auszug aus einem Allmännervortrag, wo ich sage, wo ja bis zum heutigen Tag, dass die Priester Gottes dürfen keine Frauen sein, weil mit der Argumentation bei Jesus in seinem Abendmahl, seine Jünger waren ja nur Männer, darf ja keine Frau dabei sein. Ich sage dann immer, da war aber auch kein Argentinier dabei. So, jetzt schauen wir mal da kurz weiter. Ich könnte das alleine extrem auffächern, auch in der Bildsymbolik. Es sind ja alles nur Symbole. Es sind Metaphern, die du mit Holofeeling in eine vollkommen neue Einheit verbindest. Und da hast du 3 Stück, die ihm zuhören und 3 Stück, die ihm abgewendet sind. Mhm. Das sind die Normalen, die haben was Wichtigeres zu tun, wie dem Meister zuzuhören. Das ist die Masse deiner Menschen. Die wissen schon nach 2 Zeilen, wenn sie Ohrenbohrungen bloß aufschlagen, dass das ein Scheißdreck ist. Was jetzt dann noch viel wichtiger ist, in dem Weißenburger Abendmahl sieht es anders aus. Da gibt es nämlich dann nochmal einen, da hat er nämlich hier ein Kind im Arm. Das ist nochmal eine ganz tiefere Symbolik und da teilen sich auch die rechts und links nochmal anders ein. Da wird es im Weißenburg, ist es im WUG, ist es nochmal ganz, ganz WUG. Das Landkreiskennzeichen von Weißenburg ist doppelt aufgespannt, verbunden in einem Geist. Das ist WOG. Schauen wir mal, was er hier drauf hat. 12 Jünger und ihr Meister. Er macht immer dran denken, er macht natürlich nur das, was du dir jetzt ausdenkst. Weißt du schon, was du dir jetzt denken wirst? Kennst du deine nächsten oder übernächsten Gedanken, den du jetzt denken wirst? Da habe ich genügend Beispiele, wo du ganz leicht als Brösel überprüfen kannst, dass du nicht im geringsten dir raussuchen kannst, was du denkst. Nicht einmal die nächsten Gedanken. Dass du ein träumender Geist bist, der komplett, ich nenne es einmal negativ, der dazu verdammt ist, sich den Traum anzuschauen, ob er will oder nicht. Und der das träumen wird, was er träumen muss, ob er will oder nicht. Und du hast jetzt doch eine Möglichkeit, es gewaltig zu verändern, aber nicht als ausgedachter träumender Geist, sondern als der, der jetzt nicht mehr sagt, ich bin ein sterbliches Säugetier, wenn du an dich selbst denkst, sondern ich bin ein träumender Geist, dann erhebst du dich schon über den Träumen vor den, stellst du dich geistig vor den träumenden Geist hin. Und dann musst du wissen, dass du das, was du als träumender Geist träumst, da sagen wir jetzt dafür, der Computer, der seine eigenen Bilder anschauen muss, dir selber berechnet, dass die Ursache dafür das Programm und die Daten sind, das ist dein Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt. Und du erkennst jetzt, dass du ja viele andere intellektuelle Perspektiven, die ja schon immer ausdenkst, die du bisher als Feinde betrachtet hast, die du bekämpft hast, das Ziel der Einseitigkeit immer angestrebt hast, dass du die, die jetzt zu eigen machst und in dem Moment, wo du dein eigenes Programm, wo alle dir deiner bisherigen einseitigen Meinung widersprechenden anderen Meinungen ihr aus demselben Programm entspringen, dass du die zusammensetzt, die Widersprüche und dann entsteht wie aus Kreis und Dreieck Kegel über deine höhere Dimension. Ja. Mitten in einem gigantischen, riesigen Abendmahlsaal. Und was Sie sehen, sind hier diese wunderbaren Teppiche, die an der Wand hängen. Die Betonung liegt S-E-H-N. Bewusstsein erzeugt Ehe-Existenzen von Gedankenwellen, dass immer Plus und Minus, eine ganz einfache Metapher, immer eins gemacht werden. Das erzeugt Licht. Solange du den Minuspol bekämpfst, lebst du in deiner eigenen Finsternis. Egal, was du als Minus definierst. Hängen.
Und die Oberkanten der Teppiche, wenn Sie die Oberkanten der Teppiche verfolgen, so sind die Oberkanten der Teppiche ja links und rechts Parallelen. Das sind Parallelen. Und diese Parallelen schneiden einander. Im Fluchtpunkt. Im Fluchtpunkt. Und die Kanten, die Oberkanten der Fenster, die schneiden einander dann, wenn man sie weiter verzieht, im selben Fluchtpunkt. Und die Kanten zwischen Fußboden und den Wänden, die treffen einander im selben Fluchtpunkt. Und die Kanten zwischen der Decke und den Wänden, die schneiden einander im selben Fluchtpunkt. Und wenn Sie diese wunderbaren Kassetten beobachten, da sehen Sie lauter Parallele, die einander ja wo nur schneiden könnten, im Unendlichen. Und wo ist dieses Unendliche? Natürlich im Heiland. Also eine wunderbare Aussage. Das ist immer wieder die große Frage, ob jetzt der, den ich mir jetzt denke, der das gemalt hat, ob der das wissen könnte. Ein Gedanke, den du denkst, ein Mensch kann immer bloß das wissen, was du dir denkst, und er existiert nur, wenn du ihn denkst. Das ist eine ganz hundertprozentig sicher hier und jetzt sofort überprüfbare Tatsache. Ein Faktum. Ich rede von Holofeeling nur mit hundertprozentig sicheren Fakten. Tatsachen. Und die Tat besteht darin, dass ich das jetzt denke. Und jetzt weise ich dich nochmal darauf hin, dass ich eigentlich du bin. Beziehungsweise du bist ich. Und wenn du dir jetzt ein Udo ausdenkst, sage ich dir als Udo, jetzt, wahrlich, ich bin jetzt in dir, als ein Udo, den du dir ausdenkst. Und wenn ich jetzt mir denke, dass ich der Udo bin, dann sage ich zu dem, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich das Video anschaut, gezielt zu dem Geist, der glaubt, er ist dieser Brösel, du bist jetzt in mir, weil ich denke dich ja jetzt irgendwo hin und ich denke mir, dass du jetzt dieses Video anschaust. Da du in mir bist und ich in dir bin, fallen wir in einen einzigen Punkt zusammen, das ist UB. Verbundenes Wissen. Und jetzt können Sie sich das ganze Bild eigentlich sich wegdenken, weil es ist ja ohne dies nur eine Ruine. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte sehen das Abendmahl des Leonardo, wie es wirklich aussieht, so würde ich sagen, so schaut es aus. Interessant, ne? Das ist die Aussage des Bildes. Aber jetzt mache ich da Nummer eins. Jetzt kommt wieder ganz normale, zerdachte Mathematik mit der Unendlichkeit. Du kannst es auch nicht, aber es ist ja Kafkaesque. Wir haben ja hier die Kafkaeske Unendlichkeit und der kommt ganz am Schluss, kommt er zum Kafka. Und da schauen wir uns jetzt mal Kafka an. Ja. So gut, alter Freund von mir. Eins von vielen Leben, das ich schon durchlebt habe. Kurz, Sie brauchen keine Angst zu haben. In der tatsächlich diese Unterscheidung. Ich habe gesagt, tatsächlich, de facto, hier und jetzt gedacht. Zwischen dem Abzählbaren und dem Überabzählbaren, das dann wirkt. Das Absehbare tatsächlich zwischen dem Absehbaren und dem Über dem UB Absehbare. Und ich möchte es Ihnen vortragen, es ist ganz kurz, Sie brauchen keine Angst zu haben. In der tatsächlich diese Unterscheidung zwischen dem Abzählbaren und dem Überabzählbaren. Ist ja ganz interessant, dass das Wort ab, wenn wir das aussprechen, ich kann jetzt AB schreiben. Und ich kann UB schreiben. In beiden ja. Fällen, ob wir das Englisch aussprechen, da kommen wir dann gleich noch dazu, oder wir sprechen das mit einem A vorne ab. Mhm. Wenn ich dann hebräische Zeichen draus mache, bei dem AB kriege ich ja das hebräische Wort für Vater. Wenn ich das UB hinschreibe, kriege ich UB, die 86, kriege ich Elayum, kriege ich Gott. Aber ist nicht der Vater Gott? Dann wirklich total überwältigend ist. Total. So viele von Gott. Vom Nichts. All ist auch nichts. Als L gelesen heißt es unendlich viel. Das ist immer das A und E wechseln in Bezug auf das Aleph. Genau formuliert ist. Ist genau formuliert. Alles ist aufbauend auf einer Form L, der Form Gottes eines Computerprogramms und das wird mit Holofeeling in Erinnerung gebracht. Diese Geschichte handelt von der kaiserlichen Botschaft. Meist ortet man diese kaiserliche Botschaft beim Kaiser von China. Qi, das Leben, Na ist die existierende Schöpfung. Und in A heißt zum einen Bitte
aber auch noch unreif. Bi heißt in mir. Ich wiederhole das immer wieder, dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt, das ist Qi. Das ist das Leben, das Lebendige. Das Ganze spitze ich übrigens hier dann als existierende Schöpfung ab. Na, und da hast du jetzt Ach, das hast du übrigens, Archet heißt Bruder. Der Bruder Bi in mir, TT 400, 400 ist Bi. Denke an Gott, wenn ich die 2D immer zu Pi mache, das ist die Weisheit Gottes. Es ist aber blau gelesen, heißt es dann gar wieder fremd, gekocht noch nun, zwei aufgespannte Existenzen, die noch roh sind. R-O-H, schauen wir uns roh, Ra, das ist dann ein anderer, A-N-D, wir haben wieder die Schöpfung einer aufgespannten Existenz, ein Auf- und Abschwingen, erweckt, erweckt, sind zwei erweckte Existenzen. Das ist einmal die Schlechtigkeit, aber auch der Freund. Ich weiß immer, diese kleine Radix im Hebräischen, wenn du in die hebräische Original gibst, der Satz, liebe deine Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde. In beiden Fällen steht da, beim Nächsten und bei den Feinden steht es Ra. Aber es war so, diese kaiserliche Botschaft ist geschrieben worden, so um 1920 herum. Und da ist vor 4 Jahren auch... Was ist der Kaiser? K-A-I. Wie der Schöpfer Gott, wie nichts. Kaiser gestorben von Karkanien. Und vielleicht hat ich springe jetzt da gleich ein bisschen ins Konzept. Wie dem auch sei, die Geschichte geht so. Der Kaiser, so heißt es, hat dir Geistesfunke, jetzt, hier und jetzt, den Einzel, ein, dem nicht existierenden Schatten, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig, vor der kaiserlichen Sonne in die fernste. Der Geist, der Kai, K-I, aus dem Nichts, S-R, Sor, ist der Fürst. Das ist der Sohn, die Sonne. Der ferne gerückten Schatten, gerade. Lass das auf dich wirken, was da erzählt wird. Komplettes Solo-Feeling. Bist dabei? Dir Geist ist Funk als einem Einzelnen, als einem Schatten, der Brösel, der jetzt vor dem Computer sitzt, dem jämmerlichen, einen göttlichen Schöpfer mit 2 Pünktchen drüber in der Synthese, der 2 Gestaltwertungen hat, die er in sich erweckt, mit seinem Licht-Ich, Untertanen, einem winzigen vor der kaiserlichen Sohne, bei aller Bescheidenheit, das bin ich, in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, in den kleinen Brösel, der jetzt in Weißenburg oder in Leipzig oder sonst irgendwo glaubt zu sitzen, obwohl sich die ganzen Bilder in ihm selbst befinden. Dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig, vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne gerückten Schatten, gerade dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Schon dieses Boot könnte ich jetzt aus, nur diese 3 Buchstaben, würdest du dich wundern, ich erspare mir, das war das Selbstgespräch schon ziemlich lang ist, was da für eine Freude in dir aufgeht, wenn ich dir jetzt nur Zeit mit Hebraisieren und mit Etymologie, was in diesem Boot drin steckt. Das hast du mal in einem Zeichen, eine Botschaft. Aber ist es nicht besser im Fleisch? Mhm. Auch, wenn wir jetzt die Perspektiven uns anschauen, der Bot, das Computerprogramm, der Cleverbot, mit dem Doppel-O, mach mal 2 O, mache ich immer Unendlichkeitszeichen, dann sitzt du in einem kleinen Boot, was wiederum ein Schiff ist, ein Arni. Ich spreche nur Sachen an. Ich weiß jetzt, je nach der Reife deines Verständnisses, kannst du schon ein bisschen erahnen und folgen, um was es geht. Den Boden hat er beim Bett niedergelegt. Da haben wir übrigens beim Boden, das ist auch der Engel. Hebräisch, wenn ich jetzt mache, da steckt da mal der Cleverbot, ein Computerprogramm drin. Dann steht in einem Zeichen setzen, dass du selbst bist. Dann ist der Engel mit drin. Aber ich lasse das, weil sonst rufe ich viel zu weit aus. Dann haben wir Bet. B-T-T in Pi. Immer Doppel-D ist Pi. Bet ist das Haus. In Zeichen. In ihren Zeichen. Perfekt gelesen. Ihn lassen und in die Botschaft ins Ohr zugeflüstert. So sehr war ihm an ihr gelegen, dass er sich sie noch ins Ohr wieder sagen ließ. Durch Kopfnicken
hat er die Gerechtigkeit des Gesagten bestätigt. Hast du jetzt mit dem Kopf genickt oder nicht? Der Kopf ist übrigens OP ist UP. Der Kopf des Ich, dick, dick, wie buchstabiert, K-Alt heißt wie buchstabiert, im Mittelpunkt. Der Kopf deines Ichs, der sich im Mittelpunkt befindet, erlebt sich selbst, wie er seine eigenen Gedanken buchstabiert. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes, alle hinderten Wände werden... Alle hindern, hindern jetzt weicht die er nicht innen, hindern, sondern in einer geöffneten Berechnung, in einer Generation befindlichen existierenden Öffnungen des Auf- und Abschwingen. Doppelt aufgespanntes AND, immer AND. Dieses Schwingen, dieses Wogen ist doppelt aufgespanntes, erwecktes Urteil. Niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs. Interessant, ein Auf und Auf, ein weites Aufschwingen von Freitreppen stehend im Ring, im Zentrum des Kreises. Im Kopf des göttlich seinen Geistes. Im Kopf des göttlich seinen Geistes rot geschrieben. Und das sind alles kleine Suskeros-Existenzen. Jesus. Allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht. Ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann, einmal diesen, einmal den anderen Arm vorstreckend, schafft er sich Bahn durch die Menge. Findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust. Oder zeigt auf die Brust. Da haben wir immer unser Spiel. Wir wissen, hebräisches Wort für Brust, gehen wir es einmal so rum an. Das hebräische Wort für Brust, das bezieht sich auf den Thorax, auf den Brustkorb. Und das heißt auch im Geiste sehen, schauen, erblicken, alles was du siehst, dieser Brustkorb symbolisiert, schau bitte das kleine Bild dort, symbolisiert hier dieses Gesichtsfeld vor dir. Aber da brauchen wir zwei logische Öffnungen, die Schad. Das würde ich jetzt erst einmal zum Dämon. Ich weise immer wieder darauf hin, das ist jetzt übersetzt ein böser Geist, ein Dämon, da stecken die Damen schon mit drin, wenn wir es anders vokalisieren. Die Grundradix. Mhm. Dass diese Schada ist Feld. Drum auch weiblich, das sehe ich auch, ich immer mache das Wort vorher weiblich. Mhm. Jetzt haben wir unser Witch wieder, unsere Hexe, ja, die in der Mitte sitzt. Aber das in der Mitte ist, wir haben wieder unser Geb, ganz nebenbei, Gebi, Ed. Im Geist, in mir ist Ed, sind die augenblicklichen Erscheinungen. Aber diese augenblicklichen Erscheinungen sind Gedankenwellen. Was jetzt ganz wichtig ist, dann brauchen wir praktisch zwei Gedankenwellen, die Schar, diese logischen Öffnungen des Meeres im, die Schadim, und jetzt kriegst du die zwei weiblichen Brüste und jetzt hast du schon deine Sinuswelle. Aber die Sinus, die zwei weiblichen Brüste sitzen doch, schau bitte, die sitzt, diese Welle sitzt hier doch definitiv auf dem, was du im Geiste siehst und du schaust immer bloß eine Seite davon an. Es steckt da drin, zeigt er E-Quadrat auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist. Der ist aber in der Mitte, das haben wir gerade gesehen. Das Zeichen der Sonne ist. Er kommt auch. Er kommt, Co heißt zusammengeschmissen, von 2 mm, Wellenberg und Wellendal werden zu einer Erscheinung oder zu einer Spiegelung. Und das ist dann jetzt auch das Le-Ich, das auseinandergeschmissene Ich, das sich selber spiegelt in seinen unendlich vielen Facetten. Leicht vorwärts, wie kein anderer. Oh, indeed, das Schwingen, das Auf- und Abwogen sind zwei erweckte Existenzen. Vorm Spiegel, hinterm Spiegel. Aber die Menge ist so groß, ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Wir riechen es schon. Du kannst dir unendlich viele Menschen ausdenken, die in unendlich vielen Träumen ihr eigenes Leben leben. Aber alle in dir, weil du bist die Quelle für die Menschen, die du dir ausdenkst, die sich unendlich viele verschiedene Welten ausdenken. Du kriegst einen riesen Demut vor dem Begriff unendlich, alles, alle es und vor dem Begriff nichts, weil das in dir eigentlich dasselbe ist, dass wir sind. Sind
D-Sinusöffnungen. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen, und bald wohl hörtest du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an deiner Tür. Aber da steckt ein bisschen Faust mit drin und Mephisto. Stattdessen, wie nutzlos müht er sich ab. Man müht sich nutzlos ab, wenn man versucht, das einem Gedanken von sich selbst zu erklären. Ich möchte jetzt doch ganz kurz einmal nochmal, ich wiederhole wirklich, dass du es irgendwann einmal zu verstehen beginnst. Ich mache jetzt Schnipp, jetzt denkst du an den Brüssel vom Computer, jetzt denkst du an deine zwei Hände, jetzt halt bitte die zwei Hände. Du die Arme nach oben ziehen, mach es und halte die vors Gesicht und mach die Finger, die Hände, ball die zu einer Faust und öffne sie. Und ball sie wieder und öffne sie. Hast du das Bedürfnis, diesen zwei Händen, die jetzt von dir, in dir erschaffen wurden, als Vorstellung sinnlich wahrgenommen, in einer gewissen Entfernung vor dir, genau genommen auf deiner Verabredung in dir. Hast du das Bedürfnis, den Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie auf und zu macht? Es geht nicht. Mach es doch einfach. Es wird immer so sein, wie du es denkst. Und ich sage jetzt, ich habe nicht das geringste Bedürfnis, das dir zu erklären, dass du derjenige bist, weil du jetzt auch wieder was Ausgedachtes bist. Der, der vom Computer sitzt, der das jetzt gemacht hat, hat auch das gemacht, was ich gesagt habe. Und jetzt sage ich aber, was ich dir jetzt erzähle, als der von dir ausgedachte Lautsprecher, Brösel als Figur, als Protagonist, als Erscheinung in deinem Traum. Ich kann mir nicht raussuchen, was du jetzt träumst. Und wenn du das einmal wirklich verstanden hast, dann bist du in einer neuen Welt. Immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes. Im Meer. Noch heißt ruhend, aber trotzdem doppelt aufgespannt. Gott ist die Kälte. Durch die GE-Quadratmächer. Mach ist das Gehirn, das alles erweckt. M-Chat ist Gehirn. Gestalt gewordene Kollektion, deren Schwamminhalt, die du jetzt erwächst. Du zwängst dich durch diese Gemächer des innersten Palastes, der Weisheit Gottes. Niemals wird er sie überwinden. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Du wirst immer und immer wieder ein neues Programm brauchen, um Welt machen zu können. So wie ein Computer. Wenn du Welt erleben willst, und es ist das Leben, das uns ausmacht in der Ewigkeit, wir erweitern das immer in größere Sphären, immer aufbauend aufeinander. Infinitus. Die Treppen hinab müsste er sich kämpfen und gelänge ihm dies. Nichts wäre gewonnen. Das sind jetzt die zwei Wege, ganz grob beschrieben. Du kannst aufsteigen, so viel du willst. Du kannst immer noch höher gehen. Du kannst die Treppen hinuntergehen, hinabsteigen, abziehen, in den Minusbereich gehen. Und du kannst immer noch tiefer gehen, ausgedachterweise, bis du erkennst, dass egal, wo du dir was hindenkst, du bist doch schon dort, wo du schon immer warst. Hier und jetzt. Die Höfe wären zu durchmessen. Und nach den Höfen der zweite umschließende Palast. Und wieder Treppen und Höfe. Und wieder ein Palast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das abzählbare Unendliche. Denn er schreibt noch weiter und so weiter durch die Jahrtausende. Ganz interessante Erkenntnis, dieses durch die Jahrtausende. Das wollen wir nämlich hebraisieren. Dann haben wir der göttliche Schöpfer, ist der Quintessenzkopf. Wenn wir es rot machen. Und 1000 ist Elef Aleph, der erste Buchstabe. Jetzt kommt aber hier der kleine Trick, dass wir wissen, dieses Jahr ist Shin Nun He. Rot gelesen, der Logos, der göttliche Logos, das ist holophilik, ist ein bewusstes Sein als geistige Quintessenz. Das ist das Zentrum von den vier Quadranten. Blau gelesen war das logisch existierende Wahrnehmung, die du dir ausdenkst. Und das ist jetzt das hebräische Wort für Ja, für Schlaf, für Ändern, sich ständig ändern, von Augenblick zu Augenblick anders sein. Immer daran denken, dein neuer Körper war zuerst einmal, deine ganze Traumwelt ist dein neuer Körper, der von Augenblick zu Augenblick sich ändert. Und das hast du zu lernen. Und dann wirst du das nochmal tun und wiederholen und zwar so lange, bis du das verstanden hast und dann kann man das austauschen. Und das nennt man dann auch verschieden sein. Du bist immer verschieden.
Bistapel erweckt, ist das Geschenk von Eden. Das ist das Paradies. Das sind die Jahrtausende. Eins nach dem anderen. Wiederholen und wiederholen, ja, heißt schlafen. Das magst du im Schlafen. Das ist das, deine Gedanken, wenn dein Generieren durch Jahrtausende, tausend durch das Aleph, Elef. Unser schönes Zeichen, Aleph, Elef. Schau dir schon das Zeichen an. Da hast du hier ein kleines J und hier ein kleines J gespiegelt und in der Mitte unser Waff. Das sind übrigens die 111. Schau, da oben haben wir sie. Dieses eine Bewusstsein, da habe ich das Ding eingestattet. Das ist der volle Wert, die Vollkommenheit. Der ist in der Pyramide 1, der ist total 1, der ist 1, der ist 1, Atbash ist er 400. Und der verborgene Wert ist dann die 110. Das ist 10 ist der kleine Gott und die 100, rot gelesen, ist der vollkommene Mensch. Da steckt das Seger wie in die Kabascha drin. Gespiegelt. Jede Kleinigkeit ist perfekt. Ganz nebenbei, schau, ich bin ein Gotteskind und du bist ein Gotteskind. Und wir beide sind reines, rotes Sein und das Ganze sind jetzt wahrgenommene Spiegelungen. Das sind die Vielheit, die ich dir mitteile. Wir können da schon noch viel weitergehen jetzt bei dem Aufruf, die 43, auf die sind wir schon hüben 3 und drüben 3. Gott, Mag, das Bild habe ich so oft reingestellt. Geöffnete Augenblicke, 11 ist nichts, 1 ist nichts und es ist wie Liebe wieder 1. 2.13 ist das reingestellt worden. Das ist nicht willkürlich, was ich mache. Wenn du jetzt nicht folgen kannst, stimmt es trotzdem. Nur weil du was nicht verstehst oder noch nicht weißt oder nicht folgen kannst, heißt es nicht, bloß weil es deiner Logik widerspricht, dass du sagst, das ist falsch, das ist verkehrt, das ist ein Blödsinn. Der Blödsinus, den du aufschmeißt, der baut auf dem Wissen geistlos nachgeplapperten Wissen von anderen auf. Und nicht einmal durch den ersten kommt. Aber selbst wenn ihm das gelänge, dann kommt der zweite und der dritte. Die Paläste stellen sich an, wie die Leute bei der Londoner Busstation. Und stürzte er, und jetzt kommt überhaupt das Tollste, er endlich aus dem äußersten Tor, aber niemals, niemals kann es geschehen. Stürzte er aus dem äußersten Tor, schau dir das an. Die Mitte der Welt. Musst es nochmal. Mit den Cursor-Tasten. Er schreibt noch weiter. Danke, Holger. Selbst wenn er sich an, wie die Leute, das würde ich ohne meinen Holger machen. Tollste. Er schau. Stur, wir wissen es, der Geheimnis ist wild, wild ungeordnet widerlegt. Er als endendes Licht, als endlich kann ich jetzt lesen, aus dem AUB immer dran denken, die Schöpfung aufgespannter Polaritäten ist der Beschwörer und ich sage immer wieder, ich bin der Erste. Ja, Stur. Und du musst jetzt aus diesen Beschwörungen des Ersten, musst du hier dich selber erheben. Dieses Tor, wissen wir, ist die Reihe. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können das hier mit 9 schreiben und mit 400 schreiben. Das ist auch einmal die Turteltaube, die Liebe, die ist Christuszeichen. Das ist Tor. Die eine Möglichkeit zu lesen, da hast du jetzt die Turteltaube, das Christuszeichen. Das ist mit dem Immersein. Das Immerdaseinende ist im Geist verbunden, in diesen geistigen Kopf. Und diese Tour del Taube, AUB, ist ein bewusster Beschwörer von dem, was er macht, ein bewusster Schöpfer. Das Christuszeichen. Ja. Wir können das aber auch mit Spiegelungen von aufgespannten Berechnungen. So, und jetzt kriegst du eine Spalte, jetzt kriegst du die Gedankenwellen, die alternieren, SB-Schwelle, die alternieren, das ist eine Kolonne. Das ist eine Reihe, das ist die Spiegelwahrnehmung. Und da steckt jetzt das Wort Reihe mit drin, weil das die Spiegelungen von aufgespannten Existenzen sind. Gespiegelt aufgespannte Berechnungen. Aber niemals, niemals kann das geschehen. Endlich aus dem Äußersten. Du kannst aus dem Ersten nicht herausfallen, wenn du der Erste bist, weil du immer bist. Du kannst dir was ausdenken, du kannst dir wohin denken, du kannst dich selber denken.
aber es wird an dir nichts verändern. Es hat noch nie was verändert, was du denkst an dir selbst, rot geschrieben. Es verändert bloß das Tier, das du zu sein glaubst. Du kannst dich nicht immer jung denken, weil jeder Gedanke, den du erschaffst, ist vollkommen neu. Und irgendwann wollen wir eine Weiterentwicklung haben. Und das Wort entwickeln ist natürlich auch schon wieder schön. Wenn was verwickelt ist und wir das entwickeln, machen wir das wieder eins. Beziehungsweise geordnet. Oh, aber niemals, niemals kann es geschehen, liegt erst die Residenzstadt vor ihm. Die Mitte der Welt. Was ist die Welt? Wie oft habe ich das gesagt? Die Welt ist ein doppelt aufgespannter Augenblick als Lichterscheinung. Und das ist das Brandopfer. Das sind deine Gedankenwellen, das ist ein polarer Rand. Oder BR heißt das Äußerte, die polaren Berechnungen. AND ist ein Auf und Ab. Und du musst jeden neuen Gedanken, wenn du haben willst, musst du den bestehenden Gedanken opfern. Du musst auf deinem Bildschirm für jedes neue Bild das bestehende Bild wieder zurückfallen lassen, in einen Arbeitsspeicher, wo das nie herausgenommen wurde als Ding an sich, sondern bloß herausgedacht, herausgerechnet wurde. Steht doch alles da, oder? Mitte der Welt. Hochgeschüttet, voll ihres Bodensatzes. Was ist das für ein Unendliches? Das Überabsehbare. Wie er das poetisch gefühlt hat, ist unglaublich. Siehst du, der macht jetzt hier, wenn ich jetzt den nehme, der denkt sich an Kafka aus und ist total begeistert von dem, was der Kafka, den er sich jetzt ausdenkt, dieser Kafka, der eigentlich nur das gedacht haben kann, was er ihm zuspricht. Er bewundert, er gibt seine Macht ab an den Gedanken. Ich sage immer wieder, ich, UB, werde niemals mir jemanden ausdenken und mir einreden, dass der mehr weiß wie ich. Er kann bloß das wissen, was ich ihm zuspreche. Und was der Udo dir jetzt erzählt, den du dir ausdenkst, der kann bloß das wissen, was du ihm zusprichst am Wissen. Also um das immer wieder klarzustellen, der Udo, den du dir ausdenkst, der erhebt sich nicht in deiner Welt, sondern der macht sich klein, weil die Kleinsten werden die Größten sein. Niemand dringt hier durch. Und gar mit der Botschaft eines Toten. Ich bin schon tot, ich kann nicht sterben, ich bin so viele. Ganz nebenbei, ich bin auch du. Und ich bin der Holger, und ich bin die Ariane, und ich bin die Ritter. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein, zu wissen, dass man alle es ist, was man sich ausdenkt, aber nichts Bestimmtes davon. Man ist es in dem Moment, wo es in einem fehlt, weil man sich's ausdenkt. Kriege ich aber sofort wieder zurück mit dem nächsten Gedanken. Das ist die Welt. Das Brand, der polare Rand. Und nun, damit Sie gleichsam ein bisschen erlöst werden, und wir lösen uns jetzt auch, weil jetzt haben wir richtig gewaltig angemacht. Ja. Fragen? Wunderbar. Ich hoffe, ich war nicht zu wirr. So. Ganz normaler Text, wo der normale Mensch, die ich mir jetzt ausdenke, die können natürlich nicht anders, die klicken es einfach weg, weil was sonst so ein Scheiß. Entweder sagen sie, das weiß ich ja, das ist Kindergram oder das kenne ich. Diese Arroganz in den Menschen ständig zu urteilen und immer nur zu vergleichen mit einem geistlosen, nachgeplapperten Wissen. Die eigene Macht zu verstreuen. Ich kann da immer wieder nur sagen, hör auf, irgendjemanden oder etwas die Schuld zu geben, dass das für dich so ist oder dass irgendwas so ist, ist ja irgendwer, muss ja daran schuld sein. Sag endlich einmal, ich bin schuld. Ich nehme alle Schuld auf mich. Diese Schulöffnung. Was die Schulöffnung natürlich interessant ist im Hebräischen, weil wir haben jetzt erst einmal eine Schule, die sich öffnet. Ich kann natürlich auch logisch aufgespannt lesen, Schuh. Das ist übrigens im Hebräischen heißt es nichts. Und dann kriege ich das LG, das Gebären, die Lichtöffnung. Seid ihr dabei in dem Buchstaben, muss ich nicht extra machen. Ja. Das heißt also dieses Schwa, jetzt schalte ich nicht nochmal ein, Shin-U, als 306 gelesen, heißt das da mal nichts, eine Nichtigkeit, das sind wir Geist. Mhm. Ist schon interessant, wir sprechen ja zum Beispiel von einer Nichtigkeit. Achte mal genau, spreche mal in dir das Wort, wie du das aussprichst. Ein Nicht-Ich, K-Eid heißt wie buchstabiert. Ein Nicht-Ich, wie buchstabiert. Aber schreiben du bei das Nicht-Ich, dass das G, der Geist, ist eine Riesenkollektion, ein Ich. Jetzt ist die Frage, welches dieser vier Ich, die wir uns jetzt bewusst als zwei Rode,
plus 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 minus und zwei blaue im Minus 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 plus ausdenken. Mhm. Wer denkt sich das aus? Die Quintessenz, der fünfte. Bingo. Und das ist jetzt LD als Lichtöffnung gelesen, heißt der Gebären. Das heißt ein Nichts, das irgendetwas gebärt. Aber Gebären, wieder die Konsonante Rhodix, ist GBR, Geber. Und das ist die männliche Potenz. Der Gabriel, der Geburtsengel, der Geister, praktisch Menschengeister, geistiger Vater ist. Denk an die Jesus-Geschichte und an die Geschichte vom Johannes der Täufer. Bin ich so oft darauf eingegangen. Das ist, irgendwann setzen sich die Puzzlestückchen alle zusammen. Und du musst es machen, nur du. Du Geist, der du mich jetzt ausdenkst. Egal, wer du zu sein glaubst. Aber der, der du zu sein glaubst, der bestimmt jetzt die Traumwelt, das ist die Ursache, ist der Intellekt. Dein Wissen, das du zurzeit zum Denken benutzt, und du benutzt ja bei weitem nicht das Wissen, das in dir ist. Ich betone es nochmal, sobald du dir jetzt einen Physiker ausdenkst, den Daschma, einen Mathematikprofessor ausdenkst, wenn die dir was erzählen, sie erzählen dir das, was du träumst. Verstehst du schon das, was du selbst träumst? Kannst du schon die Symbolik deuten? Ganzheitlich deuten, nicht nur einseitig interpretieren? In dem Interpretieren, da haben wir schon wieder das Tier, da haben wir den reinen Bot, den Clever Bot. Ja. Die Botschaft, göttliche Botschaft heißt Becher, das heißt ja auch Fleisch. Das hebräische Wort. Nehmet hin, das ist mein Fleisch. Holo-Feeling ist mein Fleisch. Esst es selbst, dann seid ihr ich. Und trinke das Blut. Belut in einer Hülle stecken, trinke es wieder. Ja. Kann man symbolisch auch weh ein. Wein ist doppelt aufgespannt, ist eigentlich nicht existieren. Wenn ich plus 5 minus mache, ist es eigentlich nichts. Das ist eine Illusion. Jetzt kriegt man eine kleine Ahnung davon, dass das wirklich göttliche Arithmetik ist. Ne, Ariane? Das ist nicht umsonst dann der Ulrich. Wir hatten den Ulrich in der Illusion schon. Und Rich ist eine Unterform von Ruch, das heißt eigentlich Geruch. RJZ hebräisch geschrieben heißt Geruch. Wieso habe ich jetzt die drei Brösel eigentlich, die du dir jetzt ausdenkst, das normale Brösel sind? Weil da Geruch ist eigentlich der Geist, ist der Geist von allen Geistern. Wir haben im Nachnamen auch einen Kaal. Der ist wie Gott, ist der verbundenes Bewusstsein. Von der Rich, TR mit ihrer Reihe müssen wir gar nicht reden. Richter. Ri heißt flüssig werden in einem Wachraum. Na, den Holger wollen wir gar nicht drauf eingehen. Das ist ein Joch, ein Fremder, der sich selber nicht kennt, wenn der Holger immer neben sich steht. Aber jetzt natürlich gespiegelt. Das funktioniert auch mit deinem Namen. Den Namen, den du dir jetzt zurzeit aufgrund deines Intellekts selber zuteilst. Dass du einen Vornamen oder mehrere Vornamen und dass du einen Nachnamen. Und dann kommen dann viele zum Mut und sagen, kannst du mir mal Namen auslegen? So, nein, ich kann dir aber zeigen, wie du es selber machen kannst. Es ist immer so bequem, es ist so trügerisch, von irgendjemandem, den du dir ausdenkst, irgendwas erklären lassen zu wollen. Dann wirst du zu so einem Nachplapperer. Der hat gesagt, der hat gewusst, der hat entdeckt, der hat erfunden. Und die ist nicht bewusst, dass die das ja nur deshalb können, weil du dir das denkst. Die gibt es ja gar nicht, wenn du sie nicht denkst. Ja. Das ist das. Und ich sage, ich lerne dir das Prinzip, dass du das selber kannst. Ich kann mich jetzt kurz Geschichte, ich habe einmal erwähnt, Ariane vor vielen Jahren, wie sie angefangen hat, damit zu spielen, dann hat sie ihren Namen aufgefächert, dann ist er halbe DIN A4-Seite gewesen. Ein paar Jahre später waren es dann schon ein paar DIN A4-Seiten, mittlerweile ist es ein ganzes Buch. Weil jetzt kommt das Prinzip, weil sobald du in die Tiefe gehst, wie beim Mandelbrotfraktal, iterieren sich da unendlich viele Sachen, die rein arithmetisch streng zueinander gehören. Man tut sich leicht, wenn man sich das, wie ich immer so schön sage, so ein Brösel macht. Es geschieht ja selber so. Was musstest du tun, dass du jetzt alt geworden bist in Bezug auf deinen Körper? Es ist passiert. Was muss ein träumender Geist tun? Er selbst als jetzt bewusst ausgedachter träumender Geist, dass er träumt. Der kann nichts tun. Das passiert. Er muss es geschehen lassen. Und was mit dir passiert, dass du gigantische Welten noch aufbauen wirst, in dir vollkommen bewusst.
aber nur dann, wenn du mich sprechen hörst. Und ich sage dir, wer es niemals erleben wird, ist jetzt irgendein Menschen, den du dir ausdenkst. Der ist nämlich schon wieder weg, wenn du ihn nicht denkst. Ja. Da musst du jetzt erst einmal lernen, damit umzugehen. Stimmt. Dann hat man die Freiheit so in sich, dass man das auch auf der Bröselebene mit anderen teilen will. Und je nachdem, was du für ein Umfeld hast, was du jetzt erst einmal richtig abgewatscht. Der schöne Satz. Und du wirst dann irgendwann erkennen, dass die größten Feinde, die du hast, deine eigenen Hausgenossen sind. Was aber nicht unbedingt sein muss, dass du die zu Feinden machen musst. Du musst einfach lernen, den Mund zu halten. Du spitzt einfach deine Rolle weiter. Als geliebter Sohn, als geliebter Doktor, als geliebte Mutter oder geliebter Vater. Ja. Das ist übrigens auch, ich muss jetzt leider nochmal, mir kommt da was in den Sinn, weil das so gigantisch ist. Das ist so gegangen, mir fächern nicht auf, das wird jetzt spaßig. Das wird jetzt spaßig. War in unserem Chat, ist mir gerade eingefallen. Ich hoffe, ich habe es abgespeichert. Den machen wir. Linke ist nicht die. Könnt ihr euch da erinnern? Kommt damit sowas. Habt ihr es angeschaut? Jetzt lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Schon die Tatsache, dass du dir jetzt denkst, das ist ein Bundestag, die bestimmen. Diese Menschen bestimmen mir das Wohl von unheimlich vielen Menschen und das ist natürlich, AfD ist böse. Und wir hören uns das einmal an, was die, da fange ich jetzt ganz vorne an, das sind 4 Minuten, die geben wir uns kurz. Ah ja, unbedingt. Hammerhart. Ist wichtig, man sollte sich das zuerst anhören und schauen, wie man darauf reagiert und ich kommentiere das aber ganz kurz, mit denen auch keine Worte aufhängen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Linke führt nicht nur einen Kampf gegen den Klassenfeind und nach... Also zuerst einmal, wenn wir jetzt von der Linken reden, das reine Wort links heißt außen, links, linkisch umgedreht, gespiegelt, rechts ist richtig. Immer dran denken, wir haben eine Richtung und wir haben eine Kehrseite und die Kehrseite, die ist links, die ist umgedreht und das kann man natürlich austauschen. Den Vorstandsneuwahlen jetzt ganz offiziell auch gegen die FDGO und unser Wirtschaftssystem. Sie kämpft mit diesem Antrag nun auch noch gegen die Realität hier, insbesondere gegen die Biologie. Und ganz wichtig, du hast eine ganz klare Vorstellung von Biologie. Biologos, bios heißt geben, griechisch, und logos sind lebendige Worte. Das lebendige Wort. Das ist der lebendige, doppelt aufgespannte Ort. Schau dir das kleine Bild an, sind unsere Gedanken drin. Und die kämpfen gegen die Biologie. Und gegen die Menschenwürde. Jetzt ist natürlich, Menschen sind für sie Trockennasenaffen bei eigener Definition, sterbliche Säugetiere. Ich erwähne das nur, wenn man das wirklich geistreich erkennt, von was reden wir? Wir reden jetzt von ausgedachten, sterblichen Säugetieren. Das ist die Menschheit. Die tritt halt einmal wieder Adam männlich und weiblich auf. Du musst jetzt erst wissen, der ganze Text, den du jetzt hörst, kriegt eine komplett andere Perspektive, wenn du begreifst, ich bin Geist und ich spiele zurzeit die Rolle eines weiblichen Wesens oder eines männlichen Wesens. Wenn du jetzt an dich denkst, dann sitzt ein Affenkörper vorm Computer, das ist etwas, was du dir ausdenkst und du bist jetzt entweder spielst du die Rolle eines Mannes oder einer Frau. Du Geist bist beides und nichts davon. Der, der immer ist und eine Welle aufschmeißt, der ist das Tal und der Wellenberg. Aber genau genommen, weil er ewig ist, ist er weder ein vergängliches Wellental und ein Wellenberg. In Ihrem Antrag reden Sie doch tatsächlich über, Zitat, Menschen... Wir sind wieder beim Zitieren. ZI heißt, die Geburt eines Intellekts ist immer eine Tat, das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, dass dein Intellekt, dein Programm de facto hier und jetzt etwas tut, es denkt, nämlich denken heißt, du überlegst dir was und verbreitest Lügen. Schwanger werden können in der überwiegenden Mehrzahl. Das hebräische Wort für schwanger ist übrigens hier ganz interessant. Ich muss da immer wieder, Haar ist jetzt erst einmal, diese wahrgenommene Berechnung heißt ja Berg. Ja. In dem Moment, wo du deine wahrgenommene Berechnung wahrnimmst, ich mache ein Haar hinten dran, jetzt haben wir den Kopf in der Mitte und innen und außen 2 Haar, kriegst du das hebräische Wort für schwanger werden. Das heißt, du empfängst aus dir selbst eine Information und die wird logisch doppelt aufgespannt, herausgedacht, wie er denn doppelt aufgespannt erweckt ist, die geöffnet ist, ein Urteil. Schwanger werden.
Jetzt verstehst du die Symbolik, Haar heißt Berg, und jetzt denkst du dir mal an Trockenlauslauf, ein Weibchenbürger, wenn der schwanger wird. Du, der Bauch. Der Bauch ist übrigens GW. GWAF ist der Bauch. Das heißt auch Inneres. Das Innere fängt an, sich herauszuwölben, weil es eine doppelt aufgespannt, der Geist wird doppelt aufgespannt. Und dann entsteht ein Berg, den du wahrnimmst. Seid ihr dabei? Ja. Das ist das Schwangerwerden. Ja. Zahl Frauen oder von, Zitat, gebärfähigen Körpern in der überwiegenden Mehrzahl Frauenkörper. Das ist ein Antrag hier von den Linken im Bundestag. Haben die nichts Besseres zu tun? Aber wirklich. Auch wenn, jetzt können wir uns wieder darüber streiten, ob das vielleicht sinnvoller wäre, wenn sie lieber da weitergehen würden und nicht diese blöden Corona-Regeln ausdenken würden. Sich die Corona-Regeln ausdenken würden. Das ist ein Antrag, was ist das für eine Sprache, was ist das für eine Entheiligung in dem Wahn der Gleichmacherei? Sie bezeichnen tatsächlich werdende Mütter als gebärfähige Körper. Sie sollten mal zum Bundestagspsychologen gehen. Wer sowas schreibt, hat schwerwiegende Probleme und braucht Hilfe. Wie müssen Sie Ihre eigenen Mütter hassen, um sie so zu entmenschlichen. Aber wahrscheinlich ist das auch... Das ist natürlich, wie sehr musst du den Geist hassen? Wie entmenschlichst du eigentlich ein Gotteskind, wenn du sagst, er ist ein Affe? Ich lege jetzt immer noch einen drauf, eine andere Perspektive. Es geht ja nicht um richtig und verkehrt, sondern um Möglichkeit, welche Vorstellungen lösen die Worte in mir aus? Und lass dir das jetzt normal wieder menschlich gedacht in deiner Vorstellung. Das sind Anträge, wo eine Partei im Bundestag stellt. Ich sage jetzt nicht, dass Ihre Vorstellung von Müttern richtiger ist. Das Ergebnis einer bindungslosen Erziehung, die Sie jetzt für das ganze Land einführen wollen. Sie wollen das Leitbild der heterosexuellen Elternschaft abschaffen. Vater und Mutter existieren für Sie nicht mehr, sondern nur noch, Zitat, Erwachsene, die Verantwortung übernehmen, jenseits der, Zitat, heterosexuellen, zweigeschlechtlichen Normen. Die Eltern sollen besser nicht die biologischen Eltern sein, weil die natürlich, Zitat, immer mehr an Bedeutung verlieren. Das müssen ausdrücklich auch nicht zwei Personen sein, wie Sie schreiben. Das kann irgendjemand sein, wenn er denn einen Kühlschrank hat. Das kann ganz viele Personen sein oder auch wechselnde Personen sein. Was Sie schreiben, ist einfach nur irre. Anders ist es nicht zu bezeichnen. Es ist vollkommen logisch, ein einseitiges Ideal, das mit einem anderen Ideal verglichen wird. Und das Erste, was man zu lernen hat, ich sage immer wieder, wenn du eine Diskussion beobachtest über irgendwelche Standpunkte, du musst dich zuerst einmal eineigen, welche Seite dir richtig erscheint und dann irgendwann einmal auch akzeptieren, dass die andere Seite auch richtig ist. Das hängt davon ab, was für ein Programm, was für ein Werteprogramm in dir läuft, das du dir als träumender Geist nicht rauszusuchen konntest, das du aber zu durchschauen hast, wenn du mal Geist bist. In Ihrem Antrag, wenn du eigentlich schon immer warst, ich sage jetzt bewusster Geist bist. Ist aber konsequent und konsequent richtig, dass Sie nämlich das Wort Kindeswohl nicht ein einziges Mal benutzen. Das Kindeswohl, das Bedürfnis des Kindes nach Vater und Mutter, nach Geborgenheit, nach Verlässlichkeit, nach Bindung, das existiert in Ihrer kranken, kaputten Welt gar nicht mehr. Für Sie sind Kinder eine Katalogware für kulturlose Großstadtneurotiker, die nach Kiffen, LSD und Darkroom ihre innere Leere nun auch mal mit einem Kind kompensieren wollen. Sie wollen eine Gesellschaft ohne Bindung, ohne Ehe, ohne Familie, ohne Verwandtschaft, ohne Herkunft, ohne Wurzeln, ohne Identität. Kurz, die Linke steht... Das wären jetzt die ganzen Worte, können wir jetzt wunderschön uns genauer anschauen, gibt Filme. Viele Auslegungsmöglichkeiten, aber bleib bei deiner normalen Vorstellung von Familie und Mensch. Es ist, macht dann einfach sprachlos rein die Qualität dessen, was die Elite deiner Welt, deines angeblichen Deutschland, das Land der Dichter und Denker mittlerweile für Vorstellungen hat. So veränderst du die Welt in keinster Weise. Für die moralische Verkommenheit als Staatsprinzip. Es ist Sodom und Gomorra. Das sage ich dir, du lebst in Sodom und Gomorra. Das ist die Zeit, wo Noah, der Ruhende, mit der Arche kommt. Du musst einsteigen in die Arche. Folgerichtig
fordern Sie natürlich auch den Anspruch. Da waren übrigens in die Arche steigt immer zweigeschlechtlich ein Pärchen, Mann und Frau ein. Die Vollkommenheit von Wellenberg und Wellendahl in der Arche befindet sich, in der Ruhe befindet sich eigentlich nur der Mittelpunkt. Darum ist dieser Noah, Enchet heißt ruhend. Das ist wie ich dick. Mhm. Im Wir BL, wir in Gott. Und um uns herum ist der Sturm, das Zentrum, das Auge, das dritte Auge, der Zyklop. Auf Spendersamen für alle Menschen und klar auf Staatskosten. Jeder muss sich ein Kind herstellen können. Allein klar auf Staatskosten. Das ist unglaublich, ein Antrag im Bundestag von den Linken. Staatskosten. Jeder muss sich ein Kind herstellen können. Alleine, zu dritt, ganz egal. Geschlecht ist für sie wählbar. Kinder sind bestellbar und dafür auch herstellbar. Und wenn das Kind dann nicht mehr gewollt ist, dann wird es entsorgt. Sie wollen Abtreibung ohne Einschränkungen legalisieren. Keine Beratung, keine Indikation, keine Fristenlösung. Also Abtreibung bis 5 Minuten vor der Geburt. Das wollten die Jusos auch schon. Ein Kind im 9. Monat 5 Minuten vor der Geburt zu töten, das ist Mord. Und das wollen Sie erlauben. Die Linke ist nicht die Partei der arbeitenden Bevölkerung. Sie sind die Partei von bindungsgestörten, wohlstandsverwahrlosten Egomanen. Und sie sind nicht die Partei für die Arbeiterklasse, sondern für verhaltensgestörte Akademiker, Langzeitstudenten, Studienabbrecher und Berufsversager. Liebe Linke, Ihr gesamter Antrag ist nicht Ausdruck von Barbarei. Es ist viel schlimmer als Barbarei. Barbaren ehren ihre Eltern und lieben ihre Kinder. Eine so verkommene, rücksichtslose und kaputte Gesellschaft, wie die Linkspartei sie schaffen will, hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. So, dieser Satz gilt für deine Menschheit, die du dir jetzt ausdenkst. Egal, ob du rechts oder links bist, das, was er jetzt gesagt hat, das ist die Welt, die du dir zurzeit ausdenkst. Und die sind nicht schuld. Du bist schuld. Ja, genau so ist es. Barbarei. Barbaren ehren ihre Eltern und lieben ihre Kinder. Eine so verkommene, rücksichtslose und kaputte Gesellschaft. Es geht nur noch um Geld. Die gehen über Leichen. Ob das Krankenhäuser, ob das Pharma ist, wenn du die Hintergründe weißt, denk wieder an das Bestattungsunternehmen. Es ist aber nicht, dass da außen irgendjemand, den du dir denkst, irgendwas tun könnte, ohne dass du dir das denkst. Also da gibt es keine Illuminaten, keine Reichen, die die Weltherrschaft wollen. Das sind eventuell Sachen, die du dir denkst, hängt von deinem Programm ab. Es ist schlichtweg und einfach eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspinnen, bis du sagst, es muss doch alles ganz anders sein. So, wie kann Gott es zulassen, höre ich dann von den Leuten. Du bist Gott. Die Linkspartei sie schaffen will, hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Das stimmt jetzt wieder nicht ganz. Sodom und Gomorra war genauso schlimm. Die AfD wird mit ganzer Kraft dafür kämpfen, dass das auch niemals kommen wird. Vielen Dank. War doch spaßig, oder? Das ist jetzt ein schönes Schlusswort gewesen. War auch nur ein Pixelmännchen und es waren wieder Worte. Wir können jetzt dasselbe Spiel im Detail machen, was wir gerade gemacht haben hier bei der Mathematik, bei dem Kafka. Was magst du aus den Worten? Vorstellungen hier und jetzt, da außen sind keine bösen Menschen, wenn du dir keine ausdenkst. Da außen gibt es auch keine Deppen. Da gibt es keine Tiere und keine Pflanzen, es gibt kein heliozentrisches Weltbild. Wenn was existiert, existiert es de facto hier und jetzt in deinem roten Kopf, weil du das träumst. Und die Ursache des Träumens ist dein Schwamminhalt, dein Intellekt, meine Computermetapher. Und alle anderen intellektuellen Meinungen, Menschen, die andere Meinungen äußern als Protagonisten, Antagonisten in deinem Traum. Protagonist ist ja immer nur der Spieler. Die werden von dir erschaffen, mach dir diese Sichtweisen zu eigen, dann kannst du das Puzzle zusammensetzen und es steht was vollkommen Neues. Wie ich aus einem Kreis und einem Dreieck einen Kegel machen kann, wie ich aus Sonnenschein und Regen Wetter machen kann, jetzt ganz simpel, und aus einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer, einem Badezimmer und einer Küche kann ich eine Wohnung machen. Ja. Und jetzt wissen wir natürlich noch, was ein Block ist. Das ist irgendein Chat, das wir uns denken, das sind Einzelteile, ob das ein Holzblock oder ein Notizblock oder ein Wohnblock ist, kann ich aus mehreren Wohnungen kann ich einen Block machen und aus verschiedenen Blöcken kann ich dann eine Stadt machen oder und so weiter und so weiter und so setzen wir ein vollkommen neues Spiel zusammen, ein neues Videospiel, wie die Anno-Serie.
wenn man sich mit Videospielen auskennt. Oder die Siedler-Serie. Mhm. So, jetzt lassen wir es gut sein, Leute. Jetzt haben wir aber richtig. Jetzt war gerade 2, 29, 26. Ja. Wenn ich richtig geschaut habe. Das klingt doch ganz gut. Ja. Vielen Dank. Danke. Lass das einmal auf dich wirken. Wenn du die Muse dir nimmst, und ich kann da nur sagen, wenn du sagst, du hast keine Zeit, du hast unendlich viel Zeit. Ich gebe dir alle Zeit der Welt. Das Thema unendlich und nichts haben wir gerade schon besprochen. Mhm. Sagen wir Tschüss.